So, 14:01 Uhr. Guten Tag und willkommen zu Classic Creatures. Das ist ein Livestream, wo es um Darstellungstechnik geht. Das heißt, wie schafft man es zu Ausarbeitungsmöglichkeiten oder sich Ausarbeitungsmöglichkeiten anzueignen? Ich zeige hier auch gleich noch ein paar Beispiele diesbezüglich. Erstmal zu mir. Mein Name ist Christian Weber aus dem Gegenstrich-Atelier für Gestaltung. Ich bin Zeichner, Diplom-Designer und Kreativcoach. Seit 2006, 2007 habe ich also einen Kurs, der auf die Studienvorbereitung im Bereich Kommunikationsdesign spezialisiert ist. Für die, die es nicht wissen, um Design studieren zu können, muss man eben eine Bewerbungsmappe machen. Ein Teil der Eignungsprüfung im Kommunikationsdesign ist eben auch die Illustrationsprüfung. Die geht oftmals relativ schief, weil die Leute nicht so gut vorbereitet sind oder die Bewerber eben nicht so gut vorbereitet sind oder ungünstige Ideen entwickeln, wie zum Beispiel 5 Minuten vor der Abgabe nochmal mit einem Aquarell zu beginnen, was natürlich eine Trocknungszeit hat und so weiter. Und im Mappenkurs bereite ich also weitestgehend darauf vor und wir nehmen auch viele Methoden durch und Techniken, viele Inspirationen zur Weiterentwicklung. Ich höre gerade, mein Fadenkreuz ist sichtbar, das muss ich gerade nochmal wegmachen. Raster anzeigen. Jawohl, da ist es weg. Und oftmals kommen einige Methoden halt ein bisschen zu kurz. Das heißt, ich kann nur Impulse geben und kann eben nicht so ausführlich den ganzen Weg einer Illustration zeigen. Und das möchte ich hier jetzt im Livestream quasi nachholen. Das heißt, gedacht ist es primär tatsächlich für meine Kursteilnehmer, die eben hier Impulse bekommen können, um für die Prüfung ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Aber der Stream kann natürlich auch interessant sein für alle Leute, die sich für Darstellungstechnik interessieren. Gerade das Ölpastell ist ja relativ wenig bekannt. Genau. Und ich zeige so ein paar Beispiele jetzt hier. Lass sie gerade mal so durchlaufen. Also so in diese Richtung soll es gehen. Das sind quasi einige Arbeiten, die jetzt ohne Livestream gemacht wurden. Da habe ich also ein bisschen mehr Zeit gehabt und war auch etwas gelassener, sei jetzt mal in der Ausarbeitung, aber so in diese Richtung ungefähr. Der letzte Livestream war übrigens die Maria von Metropolis. Das passt also auch ganz gut in die Serie, wo es ja so ein bisschen um die klassischen Kreaturen der Filmgeschichte eben geht, an denen ich mich jetzt hier künstlerisch abhandeln möchte und eine künstlerische Auseinandersetzung machen möchte. Die Maria selbst, wenn ein Livestream gesehen hat, ist also in den letzten halben Stunden ein bisschen schief gegangen. Im Livestream selbst, ich habe einen Tag später dann nochmal, bin ich nochmal ein bisschen stärker in die Ausarbeitung gegangen und konnte dann das Bild noch einigermaßen retten. Hier sieht man also nochmal, was rausgekommen ist. Genau. Und heute soll es gehen um einen Klassiker der Filmgeschichte, Jurassic Park. Tyrannosaurus soll es werden von 1993. Ich kipp jetzt das Zeichenbrett ein bisschen. Genau. Also das hier war quasi jetzt hier gerade mein Test, den ich startete, um mal zu sehen, ob es möglichst gut im Livestream halt funktionieren könnte. Das war eine relativ grobe Ausarbeitung, so 20 Minütchen und so weiter. Und das wollen wir jetzt also quasi im Livestream hier etwas feiner gestalten. Ich habe eine leichte Vorzeichnung bereits auf dem Blatt. Nebendran ist die Referenz. Genau, die ist nicht im Bild. Das hat auch urhebertechnische Gründe, warum ich die nicht zeigen möchte. Genau, das gerade mal so. Kommst her. So. Und ich werde jetzt hier auch relativ exzessiv mit dem Talking Timer arbeiten. Das ist ein kleines Gerät, was mir also zeigt, wie viel Zeit ich noch habe. Da der letzte Livestream also zeitlich jetzt sehr außer Rand und Band gewesen ist. Und das sollte diesmal etwas flüssiger gehen. Manchmal ist es eben so, dass man beim Zeichen also in eine Art Trance kommt und die Zeit vollkommen außer Acht lässt, was ja eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen ist, dass man im Flow ist. Aber das soll, wie gesagt, jetzt etwas flüssiger funktionieren. Ich arbeite jetzt quasi hier auch erstmal mit einem schwarzen Farbstift und sage, innerhalb der nächsten 7, 8 Minuten
hätte ich eigentlich ganz gern das Motiv möglichst auf dem Blatt. Und ich versuche hier also auch ein bisschen künstlerischer zu arbeiten, also sprich linienbasierter. Es ist ein Monster, das darf man auch gerne im Strich sehen. Genau, da haben wir ihn. Da geht's nach da. Für die, die meinen Kurs gemacht haben, ich arbeite hier jetzt auch, ob man es glaubt oder nicht, relativ stark mit Blindzeichnung und bleibe auf der Referenz und versuche mich also wirklich nur an den Linien zu orientieren und nicht zu stark hier schon ins Detail gehen zu wollen. Bam, da haben wir also die obere Front, die mal die Schnauze des Tyrannosaurus wird. Gibt einfach Momente im Leben eines Mannes, da muss er mal einen Dinosaurier zeichnen. Genau. Und noch was, man darf mir natürlich Fragen stellen. Ich werde wahrscheinlich mich gleich sehr konzentrieren auf die Ausarbeitung und etwas stiller werden. Dann quatsche ich auch nicht die ganze Zeit. Besonders freue ich mich natürlich über Fragen, wo es um die Illustration an sich geht. Im letzten Livestream wurden mal so relativ viele Fragen gestellt zum Thema Eignungsprüfung oder Zweitstudium und so weiter. Das sind Fragen, die kann ich gar nicht so direkt beantworten, weil es eher Fragen sind ans Sekretariat. Weil die sich eben auch von Hochschule zu Hochschule ändern. Aber grundsätzlich, wenn etwas ansteht, fragen kann man ja mal. Da haben wir die Zähne, da geht es nach unten. Krasse Linie, die nach da geht. Hier haben wir eine kleine Geschichte. So, die ersten 2 Minuten haben wir. Da haben wir die Sache. Von hier aus haben wir eine harte Linie, die nach oben geht. Hier haben wir das Nasenloch. Für die Leute, die jetzt eine große Frage, also die viel Wert auf Proportion legen, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, dass dieses Blatt jetzt gerade gekippt ist. Also so wäre eher realistischer. Aber wenn ich so zeichnen würde, wäre quasi mein Kopf permanent auf dem Bild. Deswegen sehe ich davon ab. Hier haben wir eine Mittelachse. Genau, die müsste hier sein. Die darf man auch sehen. Ich mache es mal ein bisschen grober. Jawohl. Das sollte auch noch gar nicht so stark in die Ausarbeitung gehen. Ich versuche jetzt also hier möglichst strichbasiert zu arbeiten. Eben nicht den Fotorealismus runterzurocken. Genug Fotos gibt es ja schon von dem Objekt, sondern wirklich den Strich hier lebendig zu gestalten. Ja, nicht so stark auszufrimmeln. Da geht's nach da. Da geht's nach unten. Hier haben wir kleine Details. So. Da nach unten. So, und hier kommt eine wilde Linie, die nach unten geht. Da geht es ein bisschen schon in diese Richtung. Ah, ich sehe gerade, mein Zeichenbrett wackelt ein bisschen. Ich habe jetzt relativ wenig Kontrolle über den Ton. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen. Auch hier, das ist jetzt der zweite Livestream, den ich mache. Beim ersten hat man also einige Tonschwierigkeiten gehabt. Ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen besser aufgestellt sind. Genau. Hier geht es in diese Richtung, dann geht es nach da, da geht es nach oben. So, und da haben wir jetzt gerade eine spannende Stelle. Ich werde mein Zeichenbrett noch ein bisschen stabilisieren. Mal sehen, wie gut es gelingt. Ah, ich glaube, so funktioniert es. Spannende Stelle hier bei den Augen. Drehe ich mir den Stift auch ein bisschen auf die Spitze, damit es hier besser gelingt. Versuche vor allen Dingen diese kleinen Dreiecke, die sich hier überall bilden,
die möglichst gut zu erfassen. Hier geht's nach da, da geht's nach da. Und von hier aus haben wir eine krasse Linie, die nach oben geht. Jawohl. Naja, mit etwas Fantasie kann man sich hier vielleicht schon vorstellen, dass es zumindest keine Kaffeemaschine wird. Jawohl, da, guck da. Hier haben wir reptilartige Geschichten. Hier geht's nach da. Tja. Hat man schon auch, glaube ich, eine gewisse künstlerische Freiheit bei der Interpretation von diesem Motiv. Weil sowieso niemand so genau wusste, wie die Tyrannosaurus aussehen. Hatten sie Federn? Was natürlich sehr amüsant wäre. So, da haben wir ihn. Oh, das scheint zu laufen. Hier versuchen wir die Linien auch mal auslaufen zu lassen. Ich gehe jetzt übrigens also die. Hier ein bisschen aus der schreibenden Haltung raus und versuche jetzt etwas gröbere Striche zu bekommen. Das erreicht man eben dadurch, dass man den Stift nicht so wie in der schreibenden Haltung eben benutzt, sondern eine ganze Etage weiter nach hinten geht. Das verändert den Strich. Es wird etwas grober, man kann weniger frimmeln. So. Das ist vor allen Dingen interessant für diese kleinen Details, die sich hier überall bilden, von denen man hoffentlich später auch noch ein bisschen was sehen wird. Gibt es also das Bedürfnis aus Unsicherheit oder Aufgeregtheit, also alles so kindlich zu umrahmen, so wie eben Kinder Bäume malen, also hier so bam, ne, alles mit einer starken Bleiverglasung oder einer starken Umrisslinie drumherum. Und das kann man tatsächlich über die Handhaltung. Kann man sowas umgehen? Wenn man einen Stift weiter hinten nimmt, werden die Linien quasi automatisch freier. Gibt es ganze Abhandlungen drüber. Über günstige und ungünstige Stifthaltungen beim Zeichnen. Aber auch zu Recht, muss ich sagen. Wenn man von der schreibenden Haltung weggeht und den Stift zum Beispiel auch so nimmt, dann kommt man hier in etwas freiere Linien hinein und muss also auch stärker. So automatisch aus dem Arm arbeiten. Genau. Und wir wollen es grob haben hier. Macht ja keinen Sinn, Tyrannosaurus so zärtlich zu zeichnen. Ich meine, das könnte auch eine künstlerische Aussage sein. Aber ich will schon eine Linie finden, die das Motiv hier ein Stück weit unterstützt. Ja, sagen wir so. Dann kommt er in diese Richtung. Handhaltung ist wieder gewechselt. Und mit etwas Glück ist es auch noch im Bild. Komm. Genau. Ich werde jetzt noch die wichtigsten Lichten Schattengeschichten hier andeuten. Der Tyrannosaurus soll quasi Licht von links und rechts bekommen. Der Point of Interest ist hier. Das ist der Bereich, den ich dann gleich auch mit Ölpastell ausarbeiten möchte. Nach außen sollte die Zeichnung möglichst auslaufen. Und diese freien Linien, die jetzt überall gemacht wurden, die soll man also auch möglichst erkennen können. Auch hier jetzt gerade für die Schattierung versuche ich wieder die Handhaltung zu wechseln. Ich gehe jetzt also hier relativ, also nach unten. Dadurch, dass man den Stift zwischen Daumen und Zeigefinger nimmt, kann man den Stift also hier breit nehmen. Es ist sehr günstig, um die wichtigsten Schatten anzulegen. Genau, die ersten sehe ich auch schon. 8 Minuten haben wir schon. Sag ich jetzt mal, 3 Minuten hatte ich ganz gern für die wichtigsten Schatten. Ich habe hier ganz gern die Uhr nebendran, wie gesagt, damit ich hier nicht so stark anfange zu fremmeln. Viel davon wird möglicherweise auch durch die Ölpastellgeschichte wieder verschwinden. Also geben wir hier mal ein bisschen Gas und gucken, dass wir nicht einschlafen beim Zeichnen. Ah. So, hier geht's nach da, da geht's nach da. Wir haben ein relativ dunkles Maul. Hier ist sehr viel Dunkelheit drin. Ja, Licht kommt so ein bisschen von außen. Er soll aber übrigens auch noch Licht von unten bekommen. Also ich bin auch noch ganz gespannt, wie ich die Lichtsituation dann letztendlich löse. Das habe ich bislang noch nicht so entschieden. Ich drücke mich noch ein bisschen davor. Weil es beim Ausarbeitungsbeispiel, ich zeige es ja auch nochmal, noch ein bisschen auch unklar geworden ist. Also er sollte eigentlich ganz gern dieses Magenta-Licht von unten bekommen, was in Jurassic Park von 93 so erklärt wird, dass hier
Ich glaube, der Malcolm. Oder der andere Wissenschaftler, dessen Namen ich gerade vergessen habe, hier von unten eben mit der Fackel leuchtet. Und das ist so eine Geschichte, die ja also angetriggert werden soll. Genau. So, hier geht's nach da, Details. Und hier haben wir auch noch eine Dunkelheit. Und zwar in dieser Augenhöhle. Da wird es dunkel. Und hier auch. So, hier haben wir auch noch kleine, feine Details. Hier geht's nach da. So. Und hier ist so der Bereich, der soll eigentlich relativ dunkel werden. Hier muss ich mich übrigens auch von meiner Referenz ein bisschen trennen. Das ist ein Computermodell. Genau. Und hier brauchst du eigentlich auch noch eine stärkere Dunkelheit. Stift wieder richtig breit nehmen und schon geht es rund. Wozu ich noch gar nichts gesagt habe, ist Papier. Ich bin ja ein ziemlicher Papierfetischist und eventuell sieht man es jetzt auch hier. Ich kipp's gerade nochmal. Dieses Papier hat eine leichte Körnung. Ist leicht gekörnt, 160 Gramm. Wäre also für ein leichtes Aquarell sogar noch tauglich. Gerade so. Aquarell. Naja, wird es eher halt, also wenn man wirklich mit feuchten Medien arbeitet, da wird es eigentlich eher so bei 300 Gramm losgehen. 280 wäre auch noch okay. Die Profi-Aquarellisten arbeiten auch ganz gerne auf 600. Das hat eben den Grund, weil sich Papier ja schnell wälzt, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Auch das ist eine Erfahrung, die viele leider erst in der Eignungsprüfung machen. Deswegen ist übrigens ja auch eine Mappe so günstig, wenn man also seine Mappe gestaltet, die Bewerbungsmappe für Design. Es ist natürlich sinnvoll, sich mit den Medien vertraut zu machen, weil man ja sonst in der Eignungsprüfung sitzt und eventuell dann erst erfährt, wie sich das Papier in Kombination mit dem gewählten Zeichenmedium verhält. Und das ist immer, sage ich jetzt mal, aufregender, als es sein müsste, wenn man solche Erfahrungen also quasi erst in der Eignungsprüfung macht. Dafür wäre die Bewerbungsmappe auch gut gewesen. Letztendlich geht es ja auch wirklich auch darum, dass man sich eben in irgendeiner Art und Weise mit Gestaltung auseinandersetzt. Und dazu ist es eben günstig, wenn man so eine kleine Einladung wie eine Bewerbungsmappe erhält. Am besten eine Auseinandersetzung, die eben über die Schulausbildung hinausgeht. So, es werden die letzten Details hier nochmal angefügt. Mehr will ich hier gar nicht machen. Wie ich mit den Augen umgehe, habe ich auch noch nicht so ganz entschieden. Soll er nach vorne gucken? Fängt er dann an zu schielen? Zum Beispiel, ja. Also natürlich, ja, ich sehe auch jetzt schon, das sieht dann ein bisschen komisch aus. Vielleicht lassen wir die Augen auch einfach weg. Ja, schwierige Entscheidung. So, einen wichtigen Schatten habe ich noch vergessen. Das wäre der hier. Auch hier gehe ich jetzt wieder richtig tief nach unten mit dem Stift. Verdichtet es zu dieser Kante, weil hier kommt der Schatten, also hier ist quasi, Schatten ist immer da am dunkelsten, wo er quasi direkt am Objekt ist und verläuft dann. Also man sieht es eigentlich auch ganz gut, wenn ich jetzt mal hier einen Finger hinhalte, sieht man auch, dass hier eben dunkler ist als in diesem Bereich. Und das ist was, das machst du, wenn du zeichnest quasi die ganze Zeit, dass man über solche Geschichten nachdenkt, woher kommt das Licht? Allererste Frage in der Zeichnung, wird gerne vergessen, ist aber halt total wichtig. Weil Licht eben mehr ist als nur hell und dunkel. Beim Licht geht es auch um die Wirkung vor allen Dingen, die man durch Lichtrichtungen erzeugen kann. In der Kombination mit der Farbe. Das ist wirklich ein komplexes Thema. Dann wird man in einem Leben nicht fertig damit. So, das wäre die Vorzeichnung Tyrannosaurus. Ich kipse noch mal so ein bisschen, dass man es jetzt frontaler sieht und proportional richtig. Ich sehe mein Augenproblem. Ah. Gut, und das waren jetzt die ersten 20 Minuten. Das heißt, auch hier hat jetzt doch doppelt so lange gedauert, wie ich eigentlich gedacht habe. Egal. Aus den Erfahrungen der letzten Ölpastelle habe ich mitgenommen, dass man fast immer zu viel Ölpastell benutzt. Deswegen versuche ich das jetzt gleich etwas zu reduzieren. Genau. Und
Und vom Farbcode her möchte ich eigentlich nur zwei Farben benutzen. Als Primärfarbe dieses Hellblau hier, das sind die Ölpastellkreiden hier quasi. Und als Sekundärfarbe dieses Rosa, was wir hier haben. Rosa vor allen Dingen für unten, weil von hier soll es quasi eine rote Lichtquelle kommen. Und grundsätzlich soll dieser Tyrannosaurus aber in einem monochrom blauen Licht stehen. So. Was jetzt kommt, erfordert tatsächlich auch immer so ein bisschen Wille zum Wahnsinn. Das heißt, ich will diesen Bereich hier und das hier alles möglichst dunkel haben. An der Stelle protestieren viele Kursteilnehmer und sagen: So, Herr Weber, jetzt haben Sie es versaut. Das stimmt nur, ist so nicht ganz richtig. Ich sehe ja gar nichts mehr. Also genau genommen sieht man nicht nichts, sondern man sieht nur ein bisschen weniger. Und wenn ich zu schwachen Aufdruck habe, dann bilden sich hier also diese Strukturen des Papiers. Mit denen kann man natürlich auch hervorragend spielen. Also hier lasse ich es auch so ein bisschen auslaufen. Licht kommt von außen. Das heißt, hier kommt eine Dunkelheit oder hier entsteht eine Dunkelheit. Die Schnauze möchte ich noch etwas stärker ausgearbeitet haben. Der Bereich braucht auf jeden Fall mehr Dunkelheit. Übrigens über diese nicht geschlossenen Stellen, die kriegt man auch zu, wenn man viel Aufdruck hat. Ja, dann verschwinden die quasi. Aber man kann diese eben auch mit Citrus-Terpin schließen. Das funktioniert auch ziemlich gut. Werde ich auch gleich mal probieren, ob das hier geht. Hier geben wir noch ein bisschen Zoller drüber. Und vor allen Dingen in diesem unteren Bereich hier, wie gesagt, da hätte ich ganz gern diese Magenta-Rosa-Lichtquelle. Zack, das Maul kann hier etwas Licht fangen. Hier unten, da lassen wir es auslaufen, gar nicht so viel. So, und ich versuche mal die beiden Ölpastellkreiden miteinander zu verbinden. Genau, dann haben die auch ein bisschen was mit zu tun. Und im unteren Bereich ist es also grundsätzlich ein bisschen stärker. Also im oberen, das kommt eben von der Lichtquelle. Bam! Hier kann er auch noch ein bisschen Magenta fangen. Das muss man sich quasi halt dazu imaginieren, wie sich das Licht hier verhalten könnte. Mein Gott, das ist eigentlich ganz witzig, weil ich jetzt gerade so ein Baby-Farbcode habe. Ja, so rosa-blau, ja. Aber die Farben werden sich auch nochmal stärker verändern. Da kann noch ein bisschen Licht, da darf es auch noch Farbe sein. Hier geht's nach da. Jawohl, da haben wir ihn. Ja, sieht doch gut aus. Ja, richtig schöner kleiner Tyrannosaurus. So, und erste Amtshandlung. Damit sich die Farben jetzt noch stärker miteinander verbinden, als sie es jetzt gerade tun. Also man sieht ja, es sieht schnell mit Ölpastell so ein bisschen nach Kindergarten aus. Wollen wir also eine malerische Anmutung mit dazu nehmen. Grundsätzlich ist es schon gezeichnet. Und das machen wir eben hier mit dem Citrus-Terpin. Die komplette spätere Ausarbeitung wird übrigens wesentlich einfacher werden, wenn wir hier dezent mit dem Citrus-Terpin arbeiten. Dezent bedeutet, wenn ich jetzt zu feucht arbeite, dann wische ich die ganze Farbe wieder nach unten. Dezent meint also in dem Fall tatsächlich, ich nehme jetzt mal 1, 2, 3 Tröpfchen und gehe recht behutsam über diese nicht geschlossenen Flächen hier drüber. Ich kann die Farben ja auch noch ein bisschen rüberlegen. Sagen wir mal so. Ja. Viele Kursteilnehmer haben auch als Alternative zu Citrus-Terpin das Terpentin entdeckt. Das ist eigentlich nicht so ganz so empfehlenswert, weil Terpentin stinkt halt, kurz gesagt, wie die Hölle. Und wenn du in einem nicht belüfteten Raum bist oder sogar im Rahmen von einer Eignungsprüfung, dann benebelst du halt nicht nur dich, sondern auch alle anderen Anwesenden. Ja, gut, es gab auch Leute, die haben gesagt, dann benutzen wir das. Wir setzen unsere Mitbewerber unter die nehmen wir in eine Zitrus-Terpin-Wolke ein. Ja, so, das ist natürlich nicht empfehlenswert. Ja. Das soll man nicht. Genau, und hier sieht man jetzt ein bisschen, was es macht. So, versuche auch hier nochmal
Zeichengeschwindigkeit mal ein bisschen zu erhöhen. Ja, gehe hier also immer wieder mit so ein paar Tröpfchen, vollkommen ausreichend. Vielleicht kann ich jetzt hier auch gerade noch mal demonstrieren, wie das Citrus-Terpin sich verhält, wenn man also zu viel nimmt. Ist übrigens hier oben schon getrocknet. Auch das hier ist also ein riesiger Vorteil für Eignungsprüfung. Citrus-Terpin hat eine wesentlich schnellere Trocknungszeit als Aquarell oder Wasser. Deswegen arbeite ich auch so gerne damit, weil man dann eben etwas flüssiger arbeiten kann und nicht erst warten muss, bis das Aquarell getrocknet ist. So, ich habe jetzt mal einen richtig fetten Tropfen drauf und wenn ich jetzt diesen Tropfen hier nehme, dann sieht man also, dass ich jetzt hier richtig, bam, ein Licht nochmal auf die Zähne geben kann. Rams! Das geht also ein Stück weit wieder weg. Man sieht auch schon, mein Pinsel ist jetzt auch schon langsam ein bisschen fertig. Ich nehme übrigens für diese Geschichte, die ich jetzt hier gerade mache, den billigsten Pinsel, den ich finden kann. Rams! Und wir lassen hier die Anmutung, die Pinselstriche, die lassen wir hier richtig mit reinlaufen. Rams! Bam! Macht auch Spaß und sieht gut aus. Und bringt auch in die Zeichnung an sich halt eine starke Dynamik rein. So, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Citrus-Terpin. Machen es gleich wieder zu, damit die Benebelung nicht ganz so stark ist. Kann mal gucken, habe ich hier noch ein Tröpfchen drauf? Jawohl, der kommt noch raus. Hier hätten wir ihn dann. Ja, und gerade die Ränder finde ich eigentlich ganz schön. Es hätte noch ein Tick weniger sein dürfen. Die Erfahrung kann ich gleich für den nächsten Tyrannosaurus also quasi mitnehmen. So. Erfahrungsgemäß ist es jetzt so, fürs Weiterarbeiten, dass es sinnvoll sein kann, wenn man jetzt hier mit einem stumpfen Zeichenmedium, eigentlich kein Zeichenmedium, sondern ein stumpfes Instrument, wie hier dem Pfeifenstopfer, wenn man hier schon mal die wichtigsten Helligkeiten anlegt. Also ich muss jetzt hier quasi entscheiden, wo will ich die Helligkeiten hinhaben. Und der Grund, warum ich hier auch einen Pfeifenstopfer nehme, ist, dass der halt wahnsinnig schnell arbeitet hier, wie man sieht. Also ich kann hier auch, ich komme hier weniger ins Frimmeln und kann mit der Dynamik des Strichs arbeiten und eben nicht fotorealistisch arbeiten, sondern eher über die Dynamik der Zeichnung hier gehen. Das geht also recht flott. Rams! Und ich kann sogar meine Hilfslinien, also meine Mittelachse, die kann ich nochmal beschreiben. Oder die ganzen Formen dieses Tyrannosauruses richtig herausmodellieren. Zum Beispiel so. Da haben wir noch eine wichtige Stelle. Der weitere Vorteil ist es, also nicht nur, dass es der Dynamik und dem Licht halt zuträglich ist. Es geht ganz grob. Hier geht es übrigens in diese Richtung. Der weitere Vorteil ist, ich kann tatsächlich dann auch gleich besser mit dem Farbstift draufarbeiten. Und solche Linien, die sich also viele meiner Kursteilnehmer jetzt erstmal nicht so trauen. Bam! Die meisten haben also ein bisschen Respekt davor und sitzen halt so da und frimmeln so an einer Stelle und kommen halt dementsprechend schnell in so eine zeichnerische Trance. Das geht mit diesem Instrument hier halt gar nicht. Das heißt, man kann ja auch, also dadurch, dass man gar nicht so viel falsch machen kann, kann man hier auch mal wirklich auch ein bisschen wilder arbeiten und sagen, hier, das ist ein Tyrannosaurus, gib Gas. Ja, zack, zum Beispiel so. Hier gehen wir auch nochmal ein bisschen drüber. Und die zwei Farben, die ich jetzt hier angelegt habe, mein Babyblau und mein Rosa, die dienen jetzt also quasi erstmal nur so einer Grundgeschichte hier. Die können noch weiter modifiziert werden. Aber wer es mal zu Hause ausprobieren will, ein Farbstift wird sich auf dieser Ölpastellgrundierung vollkommen anders und meiner Meinung nach wesentlich besser und kontrastreicher verhalten, als wenn man eben auf nacktem Papier arbeitet. Insofern ist all das, was ich jetzt hier gemacht habe, erstmal nur eine Grundierung. Also, natürlich schon eine Grundierung mit System halt, ne? Ich kann mir hier auch mit der breiten Seite, mal sehen, kann ich natürlich auch schon die wichtigsten Helligkeiten anlegen. Das heißt, im Moment war ich mit dieser Spitze unterwegs.
Jetzt gehen wir zur Breitenseite über. Bam! Da kriege ich also, ich komme hier fast wieder aufs Papier zurück, was jetzt natürlich schon leicht gefärbt ist. Rums. Kann man sehen, wo wäre noch eine Helligkeit gewesen? Hier oben. Boom. Da versuche ich den Übergang noch etwas sanfter zu gestalten und sage, das ist eine sehr dankbare Grundierung. Man könnte hier schon fast Feierabend machen, wenn man wollte. Aber ich sage, da geht noch eine Ebene mehr. So, das wäre diese Geschichte. Das ist jetzt natürlich eine Entscheidungsfrage. Ich habe meine Vorzeichen mit Schwarz gemacht. Mit Schwarz habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich versuche jetzt eher hier einen dunklen Farbstift zu nehmen, dunkelblau, und im ganzen Anschluss Schwarz möglichst zu vermeiden. Vielleicht könnte man an dieser Stelle auch noch ein bisschen was über Spitzung erzählen. Der ist zwar nicht total stumpf, der Stift, aber auf jeden Fall zu stumpf. Jedenfalls zu stumpf für mich. Ich spitze meine Stifte also am liebsten eigentlich mit einem Messer. Hoppla, ist gar nicht auf dem Bild, sehe ich gerade. Ich muss mal ein bisschen höher. Ah! Das gerade mal vielleicht so. Okay. Besser kriege ich es nicht. Genau. Dazu hält man das Skalpell oder das Messer eben in seiner trainierten Hand. Bei mir ist es die rechte und den Stift sozusagen in der linken. Und dann führt man eigentlich nur diese Bewegung aus, dieses Zurückziehen. Das heißt, das Skalpell bewegt sich gar nicht stark, sondern es geht nur über das Zurückziehen. Und der Vorteil daran ist, zack, hier bewegt sich jetzt ein bisschen. Genau. Ich kann also diese lange Landebahn hier anbringen. Das sieht dann ungefähr so aus. Und ich versuche dem auch immer eine Seite ein bisschen stärker zu spitzen. Hier auch. Genau. Dass diese Geschichte muss noch eingezeichnet werden. Das ist übrigens ein weiterer Test, den ich hier gemacht habe. Also grundsätzlich, dass die Sache halt so aussieht, wie man es hier jetzt vielleicht sehen kann. Also ich habe hier quasi eine spitze Seite und eine breite Seite. Mit der breiten Seite kann ich eben diese Linien hier machen. Schattierungen gehen damit fantastisch, wie man sieht, und sehr schnell. Und wenn ich den Stift quasi auf seine Spitze drehe, dann kriege ich diese feinen kupferstichartigen Linien. Das heißt, wenn man eben mit dem Messer spitzt, hat man grundsätzlich ein etwas filigraneres Instrument und kann sich entscheiden, breite, spitze Seite. Das ist was man verschenkt, wenn man mit stumpfen Bleistiften arbeitet. Oder eben mit dem Spitze arbeitet. Also grundsätzlich benutze ich beides. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Jetzt muss ich mir mein Motiv nochmal angucken, denn ich werde jetzt versuchen, also die wichtigsten Dunkelheiten hier anzulegen. Und eine starke Begegnung ist diese hier, wo dieser Kiefer hier quasi auf die Schnauze trifft. Da wird es richtig dunkel und auch hier muss ich jetzt ein bisschen Acht geben, dass ich nicht ins Frimmeln komme. Deswegen verändere ich sofort die Handhaltung und lasse diese zwei Blautöne, das Hellblau hier quasi, mit dem Indigo ist es, glaube ich, genau, dunkles Indigo miteinander wechselwirken. Die Stelle hier ist auch noch prominent, die nach hier geht. Genau. Hier ist eine Dunkelheit und die kann man jetzt also relativ flott hier anlegen. Raum. Mal so. Genau. Und was meiner Meinung nach immer im Gepäck sein sollte, sobald man mit Ölpastellkreiden arbeitet, man sieht es ja auch schon die ganze Zeit, ist eben so ein kleiner Tischbesen. Das ist der einzige Nachteil, den Ölpastell hat, der kein wirklicher Nachteil ist. Es krümmelt halt. Also du hast halt permanent diese kleinen Böbelchen auf dem Blatt. Und wenn du die halt zu lange drauf lässt, besteht da einfach eine gute Rahmenbedingung, dass
diese Böbel beim Wegstreichen mit der Hand natürlich auch malen und du hast quasi einen Streifen, wo du eigentlich keinen Streifen haben wolltest. Genau. So, das ist eine sehr dunkle Stelle hier. Genau. Dunkel, dunkel, dunkel. Zack, man sieht nur die kleine böse Zähne. Also ein bisschen rauskommen. Versuche ich mal so zu machen. Jawohl. Und hier auch. Alles ist hier dunkel. Hier trifft eine starke Dunkelheit auf eine Helligkeit. Ja, das ist immer ganz günstig, wenn man solche Stellen hat. Hopp, da ist es schon ausgearbeitet. Jetzt muss ich mal gucken, wie wichtig sind die Zahnreihen. Hier haben wir eigentlich noch einen Zahn. Der war in der Vorzeichnung, glaube ich, mal angedacht und ist dann aber flöten gegangen. Dann geht es hier weiter und läuft hier aus. Zähne sollen nur angedeutet werden. Und diese Dunkelheit trifft auf diese Stellen hier. Genau. Ist immer ganz gut, wenn man den Dunkelheiten auch noch ein bisschen Licht passieren lässt. Das ist fast so wie beim Kochen. Alles Salzige verlangt nach ein bisschen Zucker. Und umgedreht. Und so ist es eben auch bei der Gestaltung von Bildern. Jede Dunkelheit freut sich über Helligkeiten. Und andersrum. Diesen einen Zahn, den wollen wir mal ein bisschen prominenter rausstellen. Der ist auch ein bisschen verzeichnet. So, da ist er doch. Ich bin auch ganz gespannt, wie sich das hier demnächst dann farblich verändern wird. Hier haben wir auch noch eine Stelle. So, ist nach da. Nach da. Kleine Dunkelheiten, die sich auch hier überall bilden. Auch hier versuche ich jetzt über die Handhaltung, also etwas lockeren Strich zu bekommen. Das ist auch das, was der Zeichnung dann letztendlich die Dynamik verleiht. So, wo ist die nächste Dunkelheit? Hier haben wir eine Stelle, stark aneinander bricht. Übrigens auch hier kann es günstig sein, wenn man sich also gar nicht zu stark an der Referenz orientiert, sondern eher guckt, wie kriege ich dieses Motiv gestalterisch verwandelt. So, Zwischenspitzung. Ein weiterer Vorteil davon, wenn man die Bleistifte mit dem Messer gespitzt hat, ist folgender. Das muss ich jetzt hier gerade mal nochmal so zeigen. Na, kommst du her. Wenn man so ein kleines Schleifpapier hat, wie dieses hier, kann man den Bleistift quasi einfach hier darüber führen. Das heißt, dadurch ist der Bleistift dann direkt wieder gespitzt und mit dieser Methode kann man sich also 4 bis 5 Spitzvorgänge durchaus sparen, einfach dadurch, dass man die Bleistifte oder eben die Buntstifte über ein Schleifpapier drüber führt. Also da gibt es hier, wie man sieht, diese Profi-Schleifpapiere, die kosten so ungefähr 7 Euro. Für dasselbe Geld kriegt man, glaube ich, so auch eine riesige Rolle Schleifpapier. So habe ich das im Skizzenbuch gelöst. Da nimmt man einfach so ein mittleres Korn und die Sache ist gegessen. Da kann man also auch ein bisschen Geld sparen. So.
Etwas gröber, jawohl. Zeichnen heißt Linie. Das heißt, ich finde es immer sehr gut, wenn man eben die Linien auch noch identifizierbar lässt und eben nicht versucht, die Anmutung einer Fotografie bloß zu wiederholen oder zu kopieren. Als Zeichner kann man eben Dinge erzeugen über einen Duktus oder Anmutung, die eben nur in der Zeichnung gehen. Ja, brauchst noch ein bisschen. Genau. Herrlich. Ich bin mit meinem Farbcode immer noch ein bisschen unglücklich. Ich gucke mir nochmal meine Referenz an. Wie habe ich es da gemacht? Ah, da hatte ich einen stärkeren Grauanteil. Ja, man sieht hier so ein bisschen, das ist also ein bisschen poppiger geworden hier. Eine weitere Möglichkeit, Ölpastellkreiden miteinander zu verbinden, ist auch über diesen Speckgummis hier. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, was der offizielle Name davon ist. Die sehen aber halt ungefähr so aus. Hier, das sind also nicht die normalen Radiergummis, die ja so ein bisschen rosa sind, sondern eben die, die jetzt hier quasi einem Graustufen schenken. Zack! Damit können wir also auch diese Dunkelheiten, die hier sind, noch etwas besänftigen. Ich benutze diesen Radiergummi also überhaupt nicht zum Radieren, sondern eher zum Verbinden der Farbe. Und natürlich auch, um wieder einige dynamische Linien hier mit anzubringen oder ein paar Stellen noch stärker rauszufeiern. Genau. So. Farbcode. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Ich taste mich jetzt mal so ein bisschen vor zum Rosa. Also diesem unteren Bereich, der also wirklich hier, der hier am Kinn. Wer übrigens ein bisschen Probleme hat, die Stifte nicht so weit hinten angreifen zu können, wie man das eigentlich ganz gern hätte. Für den gibt es also diese Stiftverlängerungen. Zack, und schon können wir den Stift also wesentlich weiter hinten greifen. Ich kippe das jetzt mal hier so ein bisschen, damit man in etwa sieht, was gerade passiert. Und hier kann es auch tatsächlich günstig sein, Position ein bisschen zu verändern. Ich arbeite jetzt im Stehen. Also ich merke es immer, wenn ich zu lange sitze. Erstens ist es ungesund, so sagt man. Zweitens hast du einfach wesentlich mehr Dynamik im Stehen, als wenn man die ganze Zeit nur herumsitzt. Ich versuche mir jetzt vorzustellen, hier kommt die Lichtquelle von unten. Das heißt, hier kann er auch noch ein bisschen was fangen an Licht. Rums, da lassen wir es auslaufen. Und auch hier. Ja, ich merke, das hilft also wirklich sehr stark, wenn man nicht weiterkommt. Erstens Stift wechseln, zweitens Position wechseln. Und das könnte hier oben auch noch ein bisschen Licht fangen. Meine Stiftverlängerung geht jetzt hier schon in die Knie. Mal sehen. So, das waren 44 Minuten. Gehen nochmal komplett drüber. Jawohl. Und ich versuche jetzt noch ein Stück weit den Farbcode zu verändern. Könnte alles dann doch noch ein bisschen bläulicher sein. Aber
aber ein anderes Blau, als ich jetzt gerade gewählt habe. Ich versuche jetzt mal auf Petaloblau zu gehen oder Kobalt. Denn wenn ich mich recht erinnere, spielt es dann in der Nachtkulisse. Nehmen wir mal es Preußisch-Blau. Genau. Und versuchen hier mehr Dunkelheit. Ja, genau. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Preußisch-Blau wäre es gewesen. Genau. Und verändere mir hier also quasi auch nochmal den Farbcode. Hier kann man auch ein bisschen gröber arbeiten, wie man hier sieht. Das geht relativ flott. Und jetzt wird dieses Hellblau, was ich vorher hatte, wird also jetzt verbunden mit dem Dunkelblau. Die agieren ganz gut miteinander. Und ich habe jetzt auch halt nicht mehr dieses Babyblau, sondern eben diese Nachtszene, in der Original Jurassic Park eben spielt, ein Stück weit stärker angetriggert. Jawohl, da hier das nach da. So, kommst du her. Hier darf es auch noch ein bisschen sein. Jawohl. Babyblau war mir nämlich an. Auch durchaus zu krass. Joa. Und wie man sieht, kann man hier also recht grob auch drüber gehen. Die Helligkeiten werden hier später noch ausgearbeitet mit dem Skalpell. Und langsam nähere ich mich dem Farbcode an, den ich eigentlich auch haben wollte. So. Roms. Ja, hol ich mal ein bisschen drüber. Ja. Die groben Linien, die tun dem auch gut. Das hilft denen ein bisschen. Ja. Wieder abkehren. Soweit. Ich versuche jetzt hier nochmal die Verbindung zwischen den Farben herzustellen. Wieder mit dem Speckgummi hier. Oder den Namen Speckgummi wird man dieses Gerät übrigens nicht finden. Ah, jawohl. Wer die genaue Bezeichnung haben will, kann mir hier einen Kommentar hinterlassen. Tut mir nur immer so ein bisschen schwer, die Produktplatzierung im Video hier unterzubringen. Aber wer eine Frage dazu hat, wie gesagt, kann das am besten über die Kommentare auch lösen. Jawohl, hier nehmen wir nochmal das Rosa hinzu. Voilà. Genau, was hier unten richtig stark rauskommen soll. Jawohl. Es ist wirklich ein Riesenunterschied, wenn man es mal im Vergleich sieht. Ohne Ölpastell, mit Ölpastell, was die hier gerade schaffen und wie sich dieser Ölpastell, also wie sich gerade der Polychromo hier richtig durchsetzt. Genau. So. Zwischenergebnis, das sind jetzt also 50 Minuten. Gemütliches Zeichnen. Man hätte den Prozess natürlich auch ein bisschen schneller machen können, aber ich sag, bei diesen Videos ist mir halt auch schon noch wichtig, oder erlaube ich mir einfach hier jetzt nicht in rasante Riesengeschwindigkeit zu zeichnen, sondern halt wirklich relativ gemütlich. Aber grundsätzlich könnte das natürlich alles tatsächlich auch noch schneller gehen. Im Kurs zeige ich ja auch immer ganz gern Methoden, die also auch so auf 8 bis 10 Minuten ausgelegt sind. Ich versuche jetzt hier nochmal eine Farbkombi aufzumachen. Mal sehen, ob es zu viel ist. Das ist gerade eine Farbe, die ich sehr gerne mag. Das ist so ein Türkis.
gerade so für die Außenseiten, wo das Licht sich bricht, also das Blau quasi übers Helltürkis hier auslaufen zu lassen und diese Verbindung hier zu schaffen. Bisschen angetriggert. Hier muss man wirklich Acht geben, dass man halt, dass es nicht zu kunterbunt wird. Es geht relativ schnell, deswegen sieht man auch, ich mache hier immer kleine Päuschen, kleine Wahrnehmungspausen. Genau. Das ist unglaublich, weil man kriegt es halt einfach sehr schnell versaut. Deswegen ist es hier auch wirklich immer ganz gut, wenn man bewusst kleine Pausen einbaut. Abstand nimmt zum Blatt. Das ist übrigens genau das, was ich jetzt gerade mache. Guckt es mir ein bisschen weiter von hinten an. Ich versuche nochmal einige kleine Tropfen Ölpastell, Citrusterpin hier mitzunehmen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, man braucht in der Vorzeichnung gar nicht so stark in die Ausarbeitung hineinzugehen. Davon ist jetzt schon relativ viel wieder verloren gegangen. Aber für mich langt es jetzt hier erstmal. Es ist immer noch genug da. Ja. Man kann hier auch die Striche dann quasi wieder ein bisschen rausholen. Und ich versuche jetzt hier auch gerade nochmal die Dunkelheiten mit auszuarbeiten. Genau, vor allen Dingen in dem Bereich hier. Und wenn alles gut läuft, oder so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann müsste man hier gleich die Details sehr stark rausarbeiten können. Und zwar über Skalpell. Tatsächlich. Hier kommen noch ein paar kleine Dunkelheiten. Kommst du her? Jawohl. Rams. Da darf übrigens auch gern mal ein Strich nebendran gehen. Macht gar nichts. Lebendiger ist wichtiger als richtig. Hat mal ein kluger Mann gesagt. Und Beethoven meinte dazu, eine falsche Note zu spielen ist irrelevant. Oder Leidenschaft zu spielen ist unverzeihlich. Fand ich einen guten Satz. So. Da gehen wir nochmal drüber. So langsam nähern wir uns der Zielgeraden. Ich will noch ein bisschen am Farbcode arbeiten. Und an den Dunkelheiten, vor allen Dingen in dem Bereich hier. Da können die noch ein bisschen ausgefeiert sein. Wo ist hier vorne? Wo ist hier hinten? Mal sehen. Hoppala. Falsches Blau gegriffen. Geht aber auch, sehe ich gerade. Genau. Und hier noch ein bisschen die Form rausholen. Kleiner Praxistipp. Es war ja eigentlich seit dem Auftauchen der Fotografie gab es wirklich ein spannungsvolles Verhältnis zwischen den Malern und den Fotografen. Die große Frage war, darf man nach Foto arbeiten? Ja oder nein? Ich glaube, einer der größten Impressionisten, Monet, war ja nun auch jemand, der sehr gern draußen gearbeitet hat. Und das ist ja auch das, um was es im Impressionismus letztendlich ging. Eindrücke, draußen sein, raus aus dem stillen Kämmerchen und so weiter, was nachvollziehbar ist. Und eben nicht nach Fotos zu arbeiten, sondern nach der eigenen Wahrnehmung zu gehen. Umso erstaunlicher war es dann, so habe ich es jedenfalls bei einer Museumsführung gehört, dass man gerade beim Herrn Monet, dem Vorzeigeimpressionist, zahlreiche Fotografien gefunden hat. Und dieser Impressionist dann doch nach Fotos gearbeitet hat. Darf man das? Ich sage, alles, was dem Bild gut tut, darf man. Und genau, worauf ich hinaus wollte. Es hat sich gezeigt, dass also dass in dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel ein Foto sieht oder ein Foto macht von seinem eigenen Bild im Entstehungsprozess, hat man die Geschichte verkleinert. Das, was man dadurch optisch erreicht, ist also vergleichbar mit dem Zurückgehen.
also einen ganzen Meter zurück meinetwegen. Man hat die Geschichte klein und was die meisten Fotokameras vom Hersteller aus her machen, ist tatsächlich die Kontraste etwas zu verstärken. Deswegen habe ich das meinen Kursteilnehmern auch schon empfohlen, tatsächlich ihre eigenen Arbeiten im Entstehungsprozess zu fotografieren und sich mal die Fotografie anzugucken. Und die meisten stellen fest, mein Gott, das sieht ja auf dem Foto besser aus. Und dann sage ich ja genau, und jetzt wollen wir mal analysieren, was meint es denn, dass es besser aussieht? Und das hängt mit diesen Kontrasten zusammen. Und ich sage, es ist eine Hilfestellung, die man benutzen kann, nicht muss, aber viele haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich während des Entstehungsprozesses die Bilder mal zu fotografieren, sich auf dem kleinen Smartphone die Geschichte anzugucken und sich daran gestalterisch zu orientieren. Und ich sage, wenn die Impressionisten heute leben würden, der ein oder andere Impressionist lebt ja auch noch, wahrscheinlich würden sie mit Fotos arbeiten. Ist eine gewagte These, kann man auch hinterfragen, aber wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte der Zeichnung beschäftigt, dann stellt man relativ schnell fest, dass die Zeichner von jeher und Künstler halt, ja, und Maler von jeher alle Mittel benutzt haben, die ihnen was geholfen haben. Oftmals hat man diese romantische Vorstellung. Aber auch die mussten natürlich ihr Atelier finanziert bekommen und auch die mussten natürlich gucken, dass sie Methoden finden, die funktionieren. David Hockney hat darüber übrigens ein ganzes Buch geschrieben mit dem etwas aufreißerischen Titel Geheimes Wissen. So geheim ist es eigentlich gar nicht, was er entdeckt hat in seinem Buch. Steht, glaube ich, im Dörner Malmaterial, stand es schon seit mehreren Jahrzehnten. Naja gut, was hat der Hockney entdeckt? Der weist quasi nach, dass viele der alten großen Meister mit Projektionstechniken gearbeitet haben, mit Rundspiegeln. Wenn man sich zum Beispiel die Zeichnung von Dominique Ingres ansieht, dann stellt man relativ schnell fest, Dominique Ingres macht Linien, es ist Wahnsinn, der weiß genau, wo die Linien hingehören. Er braucht keine Mittelachse und so weiter. Und das hat einen Hockney wohl irgendwie aufgeregt und oder gewundert zumindest. Und David Hockney hat dann eben recherchiert, wie er es gerne tut, und nachgewiesen, dass perspektivische Verzerrungen in diesen in vielen Bildern eben drin sind, die nachweislich nicht von der menschlichen Wahrnehmung herkommen, sondern eben von dem Einsatz von Spiegeln zurückzuführen sind. Und da geht es aber wirklich um die großen Brocken. Vermeer zum Beispiel, aber auch Caravaggio weist auch nach, wo Caravaggio den Spiegel falsch eingestellt hat. Ach Gott, schon sage ich da, macht es die Caravaggio-Bilder schlechter? Für mich überhaupt nicht. Aber das ist eine Frage, die halt auch ganz oft gestellt wird im Rahmen der Mappenvorbereitung. Also wenn Leute eben ihre Mappe machen, darf man abpausen? Ja, nein, vielleicht. Und das ist wirklich auch eine Frage, die kann man mit einem sehr eindeutigen Jein beantworten. Also ich denke da jetzt schon länger drüber nach und ich sage, das kommt also total auf den Kontext an, ob man mit Abpausungen arbeiten darf. Wenn du in der klassischen gegenständlichen Zeichnung unterwegs bist, also sage ich jetzt mal, was ist überhaupt die Idee des klassischen gegenständlichen Zeichens? Das hier ist es ja nicht, ja. Ist ja eher hier ein bisschen in Richtung Illustration gedacht. Die Idee des klassischen gegenständlichen Zeichens ist ja eben, dass man in einer dreidimensionalen Welt lebt. Alles, was sich umgibt, hat eine Höhe, Breite und eine Tiefe. Und diese Tiefe, die ist ja natürlich auf dem Blatt gar nicht da. Das heißt, diese soll beschrieben werden. Und das war ein Riesenthema in der Malerei und natürlich auch in der Zeichnung. Wie schaffe ich es, auf dem zweidimensionalen Medium dreidimensionale Objekte darzustellen? Und um diese Darstellung ordentlich auf die Kette zu kriegen, nimmt man sich natürlich eine dreidimensionale Referenz. Am anspruchsvollsten ist dabei die nackte menschliche Figur.
weil es da eben viele komplexe Winkel gibt, die es zu erfassen gibt. Und zeichnet also quasi nach diesem lebendigen Mensch, der vor einem sitzt, der dreidimensional ist und versucht das sozusagen aufs zweidimensionale Medium zu übertragen. Der eigentliche Witz an der Geschichte ist also, die Leistung des Gehirns von 2D auf 3D eben zu kommen. Deswegen ist aus Aktzeichenbüchern einfach abzeichnen, natürlich so ein bisschen, also was ja viele machen in der Bewerbungsmappe, aber es ist natürlich komplett nebendran, sage ich jetzt erstmal, weil der Sprung von 2D auf 3D ist ja in jedem Buch und jedem App oder den Aktzeichen-App, die es ja auch noch gibt, der ist ja schon gemacht. Das heißt, das Problem ist, dass du das im zweidimensionalen Medium eigentlich gar nicht vermitteln kannst. Du brauchst halt einfach eine dreidimensionale Referenz, weil das ist das, um was es eigentlich ging. Das ist eine gute Training fürs Gehirn. So, da haben wir auch noch was. So ist es in der gegenständlichen Zeichnung. In der Illustration ist es vollkommen anders. Also jetzt guck dir diesen Tyrannosaurus an. Ich habe jetzt erstmal ein Problem, an dem ranzukommen von der Referenz her. Na gut, ich hätte mir jetzt auch ein Tyrannosaurus-Modell natürlich auch kaufen können. Wie in der wissenschaftlichen Grafik hätte man machen können. Aber ich sag, je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist, ja, darf man abpausen oder eben nicht. Bist du illustrativ unterwegs? Hast eine Geschichte zu erzählen oder willst was visualisieren? Darfst du natürlich mit allen Tricks arbeiten, die es gibt. Bist du aber im klassischen gegenständlichen Zeichen unterwegs, es geht wirklich ums Gehirntraining und so weiter, da darf man natürlich nicht abpausen, weil es sozusagen ja total an dem vorbei ist, um was es halt eigentlich gehen würde. Ja. Das ist eine Frage, die findet man im Bewerberforum Precore, also relativ oft. Darf ich abpausen? Darf ich nicht abpausen? Und so weiter. Beschäftigt also viele Bewerber. Und ich kann das ganz gut nachvollziehen, warum es da diese Unsicherheit gibt. Und wie fast immer in der Gestaltung, hängt es also prima mit dem Kontext zusammen, ob man das machen sollte oder nicht. Ich muss mir jetzt direkt mal selbst widersprechen und sagen, ich brauche jetzt doch ein bisschen mehr Dunkelheit, noch ein bisschen mehr Pfeffer. Also ich sehe hier, gibt es so ein paar Stellen jetzt im Tyrannosaurus, die mir zusammengematscht sind. Dementsprechend wechsle ich jetzt meinen Farbstift dann doch auf Schwarz und versuche mal die dunkelsten Stellen hier noch stärker rauszumodellieren, bevor ich gleich mit den Helligkeiten beginne. Eine Stunde, der Tyrannosaurus ist jetzt erstmal auf dem Blatt. Hat sich nicht so angestellt wie die Maria. Letzte Stunde, letzten Livestream. Das scheint gerade ein bisschen flüssiger zu laufen, was jetzt erstmal schon mal ganz gut ist. Angedacht wären jetzt nämlich tatsächlich auch erstmal nur 2 Stunden gewesen, damit die Sache nicht wieder so in 4-Stunden-Geschichte ausartet. Okay, hier brauche ich jetzt gerade eine prägnante Stelle. Das ist diese hier. Und ich versuche jetzt diese Dunkelheit hier, also die wichtigsten Dunkelheiten jetzt hier, dann doch mit Schwarz. Der klassische Maler versucht ja Schwarz eher zu vermeiden. Das macht alles tot. Wir versuchen eher mit Komplementärkontrasten zu arbeiten. Aber unter diesen Zeitbedingungen erlaube ich mir das jetzt hier. Sag, jawohl, da haben wir eine Stelle. Und wenn ich hier einigermaßen zeitlich vorankommen möchte, muss ich mir das jetzt hier gerade mal ein bisschen erlauben. Ein bisschen reinmogeln, reinstümpern. Genau, vor allen Dingen hier, was die Dunkelheit betrifft. Hier versuche ich noch auch noch ein bisschen Zahnfleisch stehen zu lassen. Das muss man sich jetzt hier dazu imaginieren. Hier muss man auch ganz klar sagen, es ist natürlich auch von Vorteil, wenn man halt also wenn man oft nach der Natur gezeichnet hat. Also es gibt nichts, was ich mehr liebe, als mit dem Skizzenbuch nach draußen zu gehen. Möglichst raus aus dem Atelier. Denn wenn man das oft gemacht hat, verändern sich natürlich auch diese Art von Illust also verändert sich natürlich auch die Art und Weise, wie man illustriert, weil man eben weiß, wie diese dreidimensionale Form halt funktioniert. Und das geht natürlich am besten über Skizzenbuchen, über das alltägliche Training. Zeichnen ohne Anspruch. Erstmal. Deswegen wird auch an fast, also an den meisten Hochschulen empfohlen,
Auch wenn sie nicht zeichnen können, zeichnen sie einfach trotzdem. Oder in drei Gottesnamen, finden sie einen guten Kurs. Aber zeichnen sie sich die kleinen Fingerchen wund oder beschäftigen sie sich irgendwie anderweitig mit der Welt, die sie jetzt gerade umgibt. Das ist ein guter Hinweis. Das kann ja auch über Fotografie laufen. Man kann sich ein Design-Tagebuch anlegen. Ist eine Form, die geht nach da. So. Es gibt eine kleine gestalterische Pause. Bin gleich zurück. Und weiter geht's. So eine kleine Pause mittendrin tut übrigens der Gestaltung auch wirklich auch gut. Also, wenn ich jetzt hier auch nochmal drauf gucke, sehe ich also schon auch ein paar Stellen, die sich richtig schön rausmodelliert haben. Genau. Und diese Rundheit hier, die kann man auch noch ein bisschen rausfeiern hier, wo es drumherum geht, mit Negativraum arbeiten oder die Begegnung zwischen diesen beiden hier. Also, ist wirklich auch ganz wichtig, dass man so vor allen Dingen so ein bisschen in die Winkel reingeht und dass man hier nicht zu viel macht. Dunkelheit hier haben wir noch. Geht's in diese Richtung? Jawohl. Wir haben also hier schon eine ganz schöne malerische Anmutung. Ich drehe es jetzt nochmal hier proportional. Sieht es also so aus. Ich kipp's immer so ein bisschen. So, und jetzt wollen wir mal gucken, dass man hier, das hier wird so quasi der Point of Interest. Der soll ein bisschen stärker ausgearbeitet werden. Und ich versuche jetzt die prägnantesten Stellen dieses Motivs nochmal rauszuholen. So. Auf die Spitze gedreht. Hier geht es in diese Richtung, da geht es in diese Richtung. Und die Nasenlöcher. Es ist fast wie beim menschlichen Porträt. Nasenlöcher sind oftmals die dunkelsten Stellen. Ja, hier versuche ich jetzt auch ein paar Kürzelscher zu finden. Jawohl, da geht's nach da, da geht's nach da. Ja. Stift verhält sich hier also wirklich ganz prägnant. Wird richtig schnell sehr, sehr dunkel. Und hier geht's in diese Richtung. Es geht in diese Richtung. Hier darf man es nicht übertreiben. Der Tyrannosaurus hat hier wirklich halt viele Details. Das ist hier, lockt also quasi die Detailfalle so ein bisschen. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier noch die kleinen Hautfältchen, die er hier hat. Und
Viele kleine Pickelscher. Eieiei. Hammer dich. Zack. Versuchen wir hier ein Kürzel zu finden, um das zu beschreiben. Aber wie hier der Mund hier so rauskommt und hier vielleicht so eine Andeutung von der Zunge vielleicht noch. Brauchst vielleicht noch ein bisschen Dunkelheit in dieser, also Differenzierung in dieser dunklen Partie, die wir hier haben. So, und hier brauche ich auf jeden Fall gespitztere Stifte. Vor allen Dingen hier um die Augen herum. Das ist eine sehr detailreiche Partie. Ah! Kommst du her? Und hier, da kann man auch noch die Sache richtig rausfeiern, aufeinandertreffen lassen. Und diese Augenhöhle, da hätten wir auch noch eine Dunkelheit gehabt. Die muss ich hier noch ein bisschen rausfeiern. Da geht's nach da. Ha! Ist ganz schön eigentlich, wie dieses Licht jetzt hier auf die Nasenspitze trifft. Das kriegt man gleich noch ein bisschen stärker rausgearbeitet. Hier die Augen, die brauchen noch ein bisschen mehr Dunkelheit. Genau. Hier geht's nach da, da geht's nach da. Und hier darf es auch tief sein. Ich versuche also, hier ist ja quasi eine Kante und deswegen versuche ich jetzt hier quasi eine Dunkelheit nicht ganz bis zur Kante zu führen, sondern einen kleinen Respektabstand zu lassen, die sogenannte Lichtkante, damit sich eben diese Stelle hier, also dieser Vordergrund von diesem Hintergrund hier trennt. Auch das ist eine Sache, die lernt man also ganz gut auch in Aktzeichenkursen, Vordergründe von Hintergründen zu trennen und da zu gucken, dass das Motiv also nicht anfängt zu kämpfen oder dass es halt nicht so zumüllt. Ah, muss man sich aber schon ein bisschen vorantanken. Ist halt doch ein recht detailreiches Motiv. Ist dann halt so. Die Zähne raus und hier auch. Jawohl. Und die Idee ist eben halt auch, diese Details jetzt also auch nicht zu übertreiben. Und sitze ich ja morgen früh noch da. Und das muss das Motiv gar nicht besser machen, nur dass man, weil man 1000 Details reingezeichnet hat. Es kann spannender sein, wenn man die Details also quasi nur so ein bisschen antriggert. Hier welche aufmacht, bom, kleine Details, wisst ihr noch? Und die auf der anderen Seite quasi wieder wiederholt. Zack. Kann man sehen, im Vergleich zur Referenz, jo, die Referenz, also dafür ist manchmal auch ein bisschen erstaunlich. Also dafür, dass das hier so ein 20-30-Minuten-Ding war, sieht man auch, dass man eben mit der Ölpastellmethode prinzipiell auch mit weniger Aufwand als den, den ich jetzt hier betreibe, relativ schnell zu Ergebnissen kommen kann. Da gibt es ja die, ich glaube, 70-30-Regel heißt sie, dass man sagt, mit 30% des Aufwands hat man dann 70% des Effekts erstmal. Wenn man dann allerdings seine 100% haben will, kommt man eben doch nicht dran vorbei. Die ganze Zeit, also man kommt, wie gesagt, halt mit relativ wenig Aufwand erstmal relativ weit. Aber der Teufel steckt da halt dann wirklich im Detail. So. Ich brauche
jetzt mal ein Knetgummi. Sieht also, ich habe jetzt hier etwas doof kein Papier untergelegt. Ist für mich jetzt allerdings nicht so schlimm, weil ich schon weiß, dass man hier mit dem Knetgummi diese Bildstellen hier wieder gesäubert bekommt. Hoppala. Mal gucken. Ja, das kriegt man also hier auch wieder sauber. So, 1 Stunde 15 sind wir jetzt unterwegs. Jetzt kommt eigentlich der schönste Teil und das war das Anbringen der Details. Auf den freue ich mich eigentlich schon die ganze Zeit, weil hier kommt man eigentlich noch am flüssigsten voran. Genau. Die Details gehen jetzt also quasi alle über die Helligkeiten. Hier kann ich erstmal gucken, ob der Pfeifenstopfer mir hier nochmal was bringt. Also dieses stumpfe Werkzeug. Und da sehe ich schon, ach guck mal, der holt mir hier die Zähne ganz gut raus. Die sollen gar nicht so viel Licht bekommen. Sagen wir mal so. Und hier muss ich jetzt überlegen, wenn das Licht von unten kommt, sollte es ja. Gehen wir hier nochmal ein bisschen drüber. Ram, feiern diese Form hier raus. Jawohl, da ist er doch. Und hier geht die Form eigentlich auch nach da. Also man sieht auch, ich versuche ständig halt dieses Gerät zu drehen, weil der mir jedes Mal andere Linien schenkt. Je nachdem, wie ich ihn halte eben. Ah, da holen wir noch ein bisschen Licht raus. Und hier darf es auch noch ein bisschen Details. Und gerade diese dünnen Striche, die werden also später ziemlich detailliert. Die tragen hier also zum Detailreichtum dieses Motivs bei, obwohl es ja eigentlich gar nicht so detailliert ist. Aber wir haben halt diese dicken, dunklen Striche, die jetzt hier gegen die hellen, dünnen Striche gesetzt sind. Ah, die kommen hier schon ziemlich gut. Mal sehen, ob ich das nochmal reproduzieren kann. Ah, guck mal. Es wird richtig unscharf. Was ja ein ganz interessantes Ergebnis ist. Man tut sich ja nun schwer damit, in der Zeichnung Unschärfe darzustellen. Die haben wir im digitalen Raum, natürlich vor allen Dingen in der Fotografie. Aber interessant ist, dass es ja trotzdem geht. Ja, die tun dem gut und lassen das auch alles so ein bisschen trashiger werden hier. Wow. Geht nach unten. Ha, jetzt macht's Spaß. Na, endlich. So, kommst du her. Dann gehen wir auch noch mal ein bisschen freier drüber. Also die eine oder andere Dunkelheit werde ich hier wahrscheinlich schon noch brauchen. Aber ich will jetzt erstmal zu den Helligkeiten. Und für die wichtigsten Helligkeiten. Ich hoffe, dass ich es selbst hinkriege jetzt. Ein sparsamer Einsatz des Skalpells wäre es. Ich benutze dafür übrigens keine Schneideskalpelle, sondern die mit der runden Spitze. Das sind eigentlich so die richtigen. Denn diese Skalpelle haben halt den Vorteil, dass man also hier einmal mit der Spitze arbeiten kann, um jetzt kleine Lichter reinzusetzen. Ich möchte übrigens jetzt ein bisschen schlauer sein, mir doch nochmal ein Papier unterlegen. Mal sehen, ob ich rankomme. Lang das Kabel. Nein. So. So, da bin ich wieder. Und da sieht man jetzt also auch ganz gut, wie wir hier jetzt nochmal die Lichter hier rauskriegen. Jawohl. Da lasse ich mal ein bisschen Licht von oben. Also das Licht kommt hier quasi fast im Kreis. Auf der einen Seite kommt es halt natürlich von unten. Oder sollte es ja kommen. Was bedeuten würde, dass die Zähne hier noch ein bisschen Licht fangen können. Müssen wir nochmal, zack, zum Beispiel dieser eine Zahn hier und dieser hier auch. Die sind auch noch dicker, die Zähne.
Da ist ein dicker. Und dieser Zahn hat eigentlich noch so einen kleinen Kumpel nebendran, der kleiner ist. Kleiner. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den hier noch als Nachbarzahn unterbringen kann. Also man sieht, es ist an dieser Stelle schon relativ viel Farbe drauf. Aber das funktioniert, wie man sieht, ziemlich fantastisch. Gott sei Dank. Darauf hatte ich auch ein bisschen spekuliert. Die Zähne sind asymmetrisch angeordnet. Hier ist er noch. Hier ist auch noch einer. Herrlich. So. Und auch wenn die Zähne jetzt also tendenziell natürlich vertikal nach unten wachsen, ist es immer ganz gut, wenn man denen noch kleine horizontale oder kleine formfolgende Striche eben mit dazu gibt. Das lässt die dann quasi noch plastischer erscheinen. So, wir haben hier kleine Lichtkanten, kleine Spitzlichter, die hier sitzen können. Genau. Und genauso frei, wie wir also quasi eben mit dem Bleistift gearbeitet haben, kann man also grundsätzlich hier auch mit dem Skalpell arbeiten. Kleine Punkte, wisst ihr noch? Hier hat er viele kleine Hauterhebungen. Mitesser hat man nicht gesehen. Ich mache die jetzt hier mal auf, lass die nochmal wiederholen. Und dieses Nasenloch hier, das kann man jetzt natürlich auch nochmal richtig rausfeiern. Auch hier müssen wir uns jetzt ein bisschen die Richtung vergegenwärtigen. Da geht es in diese Richtung, da geht es in diese Richtung. Genau. Und jetzt sieht man auch gerade, dass, wenn ich hier im vorderen Bereich vor allen Dingen Details anbringe, wie plastisch die ganze Geschichte wird. Dieses Maul scheint jetzt also richtig nach vorne zu kommen. Da muss ich jetzt aufpassen wie ein Spitz, weil es durchaus möglich ist, durch den Einsatz von zu vielen Lichtern, vor allen Dingen, wenn ich die jetzt zu stark in dem hinteren Bereich setzen würde, also hier darf man eben nur kleine Kürzel machen, dann vermindere ich diese Bildwirkung. Ja. Also man kriegt es auch schnell mal zu Tode gezeichnet. Das sind die großen Geschichten der Gestaltung. Es gibt also immer die zwei großen Gefahren. Zu spät aufhören und zu früh aufhören. Hier hätte ich auch ganz gern. Was hier übrigens hilfreich sein kann bei dieser Entscheidung, also wann höre ich auf zu arbeiten oder wie stark geht man hier in die Ausarbeitung rein, es kann mega hilfreich sein, wenn man die Augen zusammenkneift beim Zeichnen. Ich mache das jetzt an dieser Stelle die ganze Zeit, weil wenn ich jetzt hier die einzelnen Striche sehen würde, dann würden die mich sehr beunruhigen. Das heißt, ich habe einen besseren Blick tatsächlich auf das, was ich tue, wenn ich die Augen zusammenkneifen und dadurch einen besseren Blick fürs Wesentliche habe. Also, was ich dadurch verliere, ist natürlich den Blick für Details, aber eventuell, gerade wenn man Details zeichnet, ist es manchmal gar nicht so gut, wenn man jedes einzelne Detail sieht. Man verliert halt den Blick fürs Wesentliche und fürs Ganze. Genau, da haben wir, zack, geben wir ihm noch ein bisschen Zahnfleisch. Ah, nicht zu viel. Da läuft die Sache einfach nach hinten aus. Ah, guck mal, da hier. Ah. Sieht aus, als hätte man 1000 Jahre dran gearbeitet. 1 Stunde 23. Streamen wir jetzt. Und den Zahn, den wollen wir mal richtig rausfeiern. Bom! Da werden wir also jetzt mal ein bisschen konkreter. Das darf's ruhig. Ich sag, der untere Bereich hier, der ist halt wichtig. Hier muss ich dann jetzt quasi die Striche, die hellen Stellen richtig verdichten nach unten. Und wenn ich ein Licht haben will, dann müssen die sich eben nach oben auflösen. Mehr, immer mehr, immer mehr. Hier auch, genau. Gucken, wie weit man strapazieren kann. Da geht schon was.
Genau. Das ist doch ein ganz solider Dinosaurier bislang. Ne? So, dann haben wir ihn nochmal in der Proportion. Ja. Dann müssen wir mal sehen, wie wir mit diesen Bereichen hier umgehen. Die könnten halt auch schon noch ein bisschen hell-dunkel oder Struktur vertragen. So. Auch. Ah, das hier ist eigentlich eine ganz schöne Stelle. Mal sehen, ob wir die noch rausgefeiert bekommen. Roms, genau, wo es hier also von der Richtung hier nach außen läuft. In die Helligkeit rein. Rom. Ja, sieht, geht das hier also ganz gut. In diese Richtung, hier geht es in diese Richtung. Und auch hier, da nehme ich jetzt auch wirklich die breite Seite. Man hört es auch so ein bisschen, also man kriegt das Papier ganz schön strapaziert. Ja. So, da sind wir auch. Nicht so rumfrimmeln. Zack. Tja, mit den Augen, vielleicht deuten wir sie auch einfach nur ganz leicht an. Lichteinfall ist ja hier ein bisschen komplexer. Licht kommt prinzipiell von außen, aber auch ein bisschen von vorne, dann wieder von unten. Da muss ich mal noch gucken, wie ich das hier mache. So. Die Stelle dürfte auch noch ein bisschen feiner sein. Das ist erstaunlich, jetzt gerade hier oben, was man hier wieder für einen Weißwert erreicht. So. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber dafür hat man natürlich jetzt hier gerade in dem vorderen Bereich schon eine gewisse grafische Qualität natürlich. Hier lassen wir es wieder auslaufen. Hier geht es in diese Richtung. Zack. An den Stellen, da wollen wir auch nochmal nachhelfen und Helligkeiten und Dunkelheiten aneinandergrenzen lassen, um eben Dreidimensionalität noch stärker rauszufeiern. Gott. So, ich gucke mir das auch nochmal hier an. Hier ist zum Beispiel so eine Stelle, die matscht mir jetzt hier so ein bisschen zusammen. Hier brauchst du einfach noch etwas mehr Differenzierung. Natürlich fragt man sich hier auch als Zeichner oder Illustrator öfters mal, wie der Betrachter das wahrnehmen. Wahrscheinlich nicht, aber es trägt eben zur Gesamtwirkung bei. So. Ich wechsle wieder auf den Schwarz und will hier quasi die Unterlippe noch ein bisschen stärker rausfeiern. Und hier sind auch noch ein paar Stellen, die einfach noch die Dunkelheit mehr hier auf jeden Fall brauchen. Da, wo der Rachen ist, da kann es auch noch dunkler werden. Aber das Schöne ist, ich habe jetzt hier halt also erstmal schon einen ganz guten Gesamteindruck. Und prinzipiell kann man sich natürlich überlegen, wie stark man das hier noch machen will oder wie stark man in die Ausarbeitung geht. Versuche jetzt hier nochmal diese kleinen Böbel, die der Tyrannosaurus hat. Ich guck mal, funktioniert da was? Ne, das funktioniert nicht. Aber ich krieg hier so Geschichten rein. Ja, da jedet. Gut. Das ist noch eine Stelle, die muss eigentlich auch noch ein bisschen prominenter werden. Bin ich mir jetzt auch gerade im Unklaren, ob das hier ein Zahn ist. Wenn es unklar ist, dann legen wir einen Schatten drüber. Die Sache ist gegessen. Genau. Rams, da brauchst du noch ein bisschen. So, und hier geht es auch tendenziell stärker in diese Richtung hier. Prinzipiell arbeite ich ja hier sehr gern mit Bleistiften. Das ist für YouTube immer ein bisschen ungünstig, weil Bleistifte sehr stark reflektieren.
Deswegen versuche ich hier also möglichst mit Buntstiften zu arbeiten. Aber ab dieser Stelle komme ich jetzt nicht mehr drum herum. Und zwar brauche ich jetzt einen 05 Druckminenbleistift, weil ich hier noch einige Schraffuren mit anbringen möchte. Genau. Oh, keine besonderen Stifte. So sieht er aus. Das ist ein 07er. Wir wollen den hier haben. Genau. Und wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe, sollte hier eine 2B drin sein. Ja, das fühlt sich nach 2B an. Und versuche jetzt hier einige formfolgende Striche noch rauszuholen. Und der Grund, warum ich das eben mit dem Druckminenbleistift mache und nicht mit dem Bleistift, hängt eben damit zusammen, dass man hier also ganz viele kleine Striche hier macht quasi, nebeneinander, die die Plastizität dieses Motivs also auch nochmal richtig unterstützen und richtig halt herausholen. Und wenn ich das jetzt hier mit einem normalen Bleistift machen würde, 2B oder gar 4B, dann kriege ich hier also Spitzorgien sondersgleichen. Das heißt, man sieht es relativ schnell, der Bleistift verbraucht sich hier also. Und wenn ich das jetzt hier mit dem Druckbleistift mache, dann habe ich eben diese Spitzorgien nicht mehr. Genau, denn man will ja beim Prozess bleiben und nicht die ganze Zeit nachspitzen müssen. Kann also hier ganz hilfreich sein. Von der Reflexion, soweit ich es jetzt hier gerade auf dem Bildschirm sehe, scheint es aber einigermaßen zu gehen. Und ich kriege hier also auch nochmal eine Dunkelheit mehr hin. Das gleiche ist auch ganz interessant, wenn man mal vor und zurück spult. Es hat also relativ hell ja begonnen, dieses ganze Motiv. Und ist dann schrittweise halt in der Dunkelheit übersetzt worden. Was ich gut finde, weil es ist ja auch hier quasi fast ein mystisches Wesen halt, wenn man so will. Oder so wie es präsentiert wird. Also es lebt einfach von der Dunkelheit. In der ja noch ganz schön viel passiert. So, hier geben wir auch noch ein paar kleine Striche. Gucken uns ein bisschen an, wie die Form hier entlang läuft. Jawohl. Mine ist schon wieder runter. Und da haben wir ihn jetzt. So. Also ich liebe Schraffuren, ja. Und es ist natürlich auch einfach das professionellste Mittel, um eine Räumlichkeit zu beschreiben. Und ich experimentiere auch ganz gern mit denen. Also grundsätzlich hat die Schraffur ja die Aufgabe, die Lichtsituation klar zu machen und die Form zu erklären. Deswegen spricht man ja auch von formfolgenden Schraffuren. Wobei das natürlich eine Regel ist und wer sich ein bisschen mit Gestaltung beschäftigt hat, der weiß, zu jeder Regel gibt es mindestens eine Gegenregel. Oder wie der Hermann Hesse das gesagt hat, von jeder Wahrheit ist das Gegenteil genauso wahr. Oder auch, wer die Regel kennt, darf gegen die Regel verstoßen. Und das ist was, was ich hier übrigens ganz gerne tue. Das heißt, die Striche sind bei mir nicht immer formfolgend, sondern gehen auch manchmal in diesen Pinselduktus, den ich vorhin hatte oder angelegt hatte. Jetzt kommt er langsam nach vorne. Und hier ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe hier eine Schraffur, die geht eben in diese Richtung hier. Und die braucht jetzt hier quasi, bam, eine Gegenrichtung. Und in dem Bereich natürlich auch.
Also es braucht hier einfach von der Richtung her einfach einen Kontrast, damit es nicht zusammenmatscht. Genau, hier darf es nach unten gehen. Und hier, gerade in dem unteren Bereich, jawohl, Striche kommen hier raus. Da versuche ich sie also auch nochmal deutlich rauszufeiern. Ah. Und wie man sieht, eine Schraffur muss jetzt auch nicht irgendwie unbedingt Millionen Striche beinhalten. Also ich liebe das zwar sehr, aber man kann es auch durchaus ein bisschen pragmatischer machen. Das kommt auch immer darauf an, wie viel Lust man auf die Schraffur hat. Also wenn ich die Schraffur nicht lieben würde, würde ich sie gar nicht machen. Gibt auch Gestalter, die sind da anderer Meinung. Aber grundsätzlich ist es vielleicht hilfreich, wenn man sich auch hier dazu vorstellt, dass es überhaupt keine Zeit gibt, die es zu beachten gäbe. Hier muss es in diese Richtung hier gehen. Genau. Ja. Soweit zu Tyrannosaurus. Nochmal eine kleine Zwischenkehrung. Und mal sehen, ob ich mit dem Knetgummi ist mir doch wieder ein paar kleine Stellen hier passiert. Aber die kriegen wir wieder abgesäubert. Genau. So, da hätten wir ihn jetzt erstmal. Ich kippe ihn nochmal so, dass man es besser erkennen kann. Tja, wie viel braucht das Bild noch? Die ewige Entscheidungsfrage. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Ich bin noch etwas unglücklich mit dem Kontrastverhältnis. Vor allen Dingen, was das Rosa betrifft. Deswegen werde ich gleich in mehreren Schritten mich da auch nochmal drum kümmern müssen. Oder wollen. Und dazu gehe ich jetzt quasi als allererstes wieder zurück auf Carminrosa oder Carminrosé, wie sie heißt, und versuche den Stift jetzt quasi kurzkonischer zu spitzen. Das heißt, er hat eine nicht mehr ganz so lange Spitze, Stiftspitze, ist jetzt gerade nicht im Bild. Das macht nichts, gleich kommt er, hier sieht man es, damit ich hier mich noch etwas stärker voranschnitzen kann. Vor allen Dingen in diesen Bereichen hier. Die sollen ja quasi Licht von unten bekommen. Bob. Hier. Und da wollen wir auch mal ein bisschen stärker ins Detail gehen. Hier fängt er. Ah. Das war übrigens gerade ein Stift. Die Stiftspitze ist gebrochen. Das ist der Grund, warum ich es auch gerade kurzkonisch gespitzt habe, um das möglichst zu vermeiden. Hat ja gerade gehört, wie erfolgreich das war. Und mal hier, da die. Ah ja, das tut denen hier schon ganz gut hier. Die können noch ein bisschen raus, die kleinen Tyrannosaurus-Zähnchen. Na, langsam kommt ein Licht rein. Ja, genau. Oh, das tut ihnen gut. Mal gucken, wo kann das Licht noch hinfallen? Da kriegt er ein bisschen was. Da darf er auch noch ein bisschen was fallen. Ah, kleines Kritzelkratzel. Eigentlich ist es nicht mehr als Kritzelkratzel. Gerade in diesen dunklen Bereichen tut es dem ganz gut. Aufdruck geben, Aufdruck loslassen, da wird automatisch Licht raus. Und hier auch und da, der Bereich, der kann auch noch ein bisschen rausgefeiert werden. Und da sieht man auch, also wenn jetzt hier dieser Lichtverlauf reinkommt, oder dieser Verlauf eben zwischen hell und dunkel, dass das dann hier quasi als Licht wahrgenommen wird. So funktioniert es. Es bleibt nie, wie es ist. Genau, und vielleicht kriegt diese Partie hier, das Horizontale beim Kinn, die müsste eigentlich dann richtig viel von dieser krassen Lichtquelle unten bekommen. Genau wie die kleinen Kerle hier. Die werde ich auch gleich nochmal mit dem Skalpell stärker rausarbeiten müssen, um noch so ein paar Spitzen halt anzubringen. Die Zähne sind nicht so gerade gewachsen, vor allen Dingen sind die übrigens auch gar nicht so spitz, wie ich die jetzt hier gerade gedacht habe. Die sind schon ein bisschen stumpfer. Rops, rops. Ja, das tut dem hier ganz gut. Dann haben wir diese Lichtquelle. Genau.
Und vor allen Dingen in diesem unteren Bereich. Hier ist übrigens auch wieder, mal sehen, ob ich es noch habe. Wir haben es jetzt nicht ganz auf dem Bild, aber hier sieht man es dann. Hier gehe ich wieder über die Handhaltung. Die ist also eigentlich permanent aktiv und reflektiert, je nachdem, was man halt erreichen will. Ich reite auch so ein bisschen drauf rum, weil die Handhaltung so entscheidend ist für die Linienqualität, um der es beim Zeichnen ja eigentlich die ganze Zeit geht. Hier kann es stärker werden und läuft dann aus und hier dürfte das Licht auch nochmal drauf fallen. Rops, hier kriegt er vielleicht auch noch so ein bisschen so eine kleine Idee. Da fängt er auch noch so ein bisschen was, aber weniger stark. Jawohl, langsam wird ein Licht raus. Na also, Ram! Okay, ein paar Dunkelheiten sind mir da unten jetzt wieder gescheit vermatscht. Das heißt, auch hier brauche ich jetzt dann doch wieder die Differenzierung. Das passiert manchmal einfach, wenn wir hier noch ein bisschen die Dunkelheit mit dazu nehmen oder auch an den Stellen hier. Jetzt mal überlegt, wenn da also ein Licht fällt, müsste es eigentlich hier auch dunkler sein. Und dazu hatte ich vorhin dieses Blau gesetzt. Kommt's her? Genau. Da kommt also die Lampe nicht mehr hin. Das muss man sich jetzt ein bisschen imaginieren. Und innerhalb dieser Dunkelheit passiert dann wieder eine noch stärkere Dunkelheit. Dadurch schiebt sie es nach vorne. Und hier, ohne allzu viel Details machen zu wollen, Details werden nur angetriggert. Nur als Kürzel. Genau. Ja, der macht mir jetzt Spaß. Und auch hier wollen wir noch ein paar kleine Dunkelheiten antriggern. Licht von oben und von unten. Das macht die Sache hier dann natürlich schon auch ein bisschen komplexer, aber es muss halt irgendwie logisch richtig sein. Und wenn das Licht jetzt zum Beispiel von unten kommt, haben wir also hier mehr Helligkeit. Etwas abkehren. Das heißt, diese zufälligen Striche, die ich jetzt hier unten gemacht habe, haben wir sie drauf. Drehen wir es noch ein bisschen so. Dann kommt es her. Die brauchen überall nochmal kleine Lichtpunkte von unten. Und je näher ich zur Lichtquelle gehe, desto heller müssen die sein. Auch hier. Da sieht man es jetzt. Es kommt halt ein Lichtverlauf von unten. Das Psycholicht, wenn man so will. Genauso wie das hier eigentlich. Versaue ich es an der Stelle? Ich gehe jetzt hier auf die Spitze. Also prinzipiell, wenn ich jetzt in der Logik halt drin bleiben will, dann muss die Spitze der Zähne hier auch ein bisschen heller werden. Fast finde ich es ein bisschen schade, weil ich es eigentlich gut fand, dass die hier nur so angedeutet waren. Aber was hier oben, also hier unten passiert, muss eben auch im oberen Bereich passieren. Ich versuche jetzt mal noch feiner, noch spitzer zu arbeiten. Ich habe das Skalpell jetzt also quasi ganz auf die Spitze gedreht und schnitz mich quasi ins Papier vor. Rams, genau. Mit vielen kleinen übereinander gelegten Schraffuren. Damit kriege ich also fast kupferstichartige Anmutungen. Ganz dünne Linien, die jetzt kein Buntstift an sich allein produzieren könnte. Genau. Und weil wir gerade so schön dabei sind, versuche ich also diese ganz dünnen Schraffuren hier nochmal etwas formfolgend auslaufen zu lassen. Verdichte das immer zur Lichtquelle hin. Ich denke, das tut ihm schon ganz gut.
gerade in den dunklen Bereichen, wenn hier ab und zu nochmal was aufblitzt. Zack, 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 und hier eben auch. Da haben wir auch noch eine schöne kleine Stelle. Da muss ich aber schon ein bisschen aufpassen jetzt hier. Da geht's nach da, da geht's nach da, da geht's nach da. Und an so ein paar Stellen versuche ich auch wieder gegen die Schraffur zu gehen. Also gegen die Form. Also hier bewusst gegen die Form. Und eben mehr so eine, die Vertikalen hier stärker zu betonen. Damit kann man nämlich auch tatsächlich auch so ein bisschen vielleicht den Regen antriggern, wer sich an die Originalversion von Jurassic Park 93 eben erinnert. Da weiß auch eine Regenszene. Hat hier eine Rolle gespielt. Wie soll man den Regen eben darstellen? Tropfen für Tropfen wäre ein bisschen viel. Aber man kann eben auch die Richtung des Regens mit so leichten Linien, wie das Skalpell, die jetzt hier produziert, eben so antriggern. Und es ist auch so ein bisschen so, als würde es einem halt so runterziehen halt, ne? Rom. Geht es runter. Da muss man sich natürlich auch ein Stück weit trauen jetzt hier halt, ne? Aber ich sag, die Linien, die funktionieren hier prinzipiell ganz gut. Ich verdichte die hier auch nach unten nochmal. Da kann es auch ein paar Rebellen geben. Genau, hier lassen wir es nochmal ganz drüber gehen, gerade in dem Bereich hier. Kriege ich den Übergang hier auch noch ein bisschen. Ah, es ist so wie eine Höllendarstellung. Alles zieht einen hier quasi nach unten. Und das ist was, das hatte ich auch so bislang in der Serie noch nicht gemacht. Also ich versuche auch hier immer kleine Variationen zu finden. Und auch ein bisschen zu erforschen, wie weit kann man es eigentlich treiben mit der Methode. Was kann man dazugeben? Was kann man verändern? Es gibt schon so einen gewissen Ablauf natürlich, der sich über die Jahre so herauskristallisiert. Wann mache ich was und welche Reihenfolge? Aber damit darf man natürlich variieren. Ja. An der Stelle hätte ich auch ganz gerne ein bisschen mehr Unschärfe oder einen visuellen Halt oder einen Widerstand. Bam, da regnet es auch von oben auf ihn drauf. Das läuft nicht immer. Roms. Ja, also für eine Buntstiftzeichnung haben wir dann schon eine ganz interessante Geschichte, denke ich jetzt erstmal. Licht kam hier ganz gut. Hier hauen wir dann eben noch ein paar kleine Schraffuren rein. Jawohl, das mag er eigentlich ganz gern. Hier darf so vielleicht ein... Das ist ganz gut, wenn man sich hier vielleicht für ein Dominantes entscheidet. Hier darf vielleicht so ein Nasenloch so ein bisschen mehr Licht bekommen. So ein bisschen mehr die Schnauze. Genau, das langt dann auch schon. Ah, war es zu viel? Bam! Ja, ne, geht gerade noch so. Und jetzt nehmen wir das Thema, was hier quasi gerade aufgemacht wurde. Das brauchst hier oben noch ein bisschen. Und das könnten wir an der Stelle hier nochmal erinnern. Raps. Genau, das gibt dann ein kleiner, so einen visuellen Zusammenhalt einfach. So, gerade mal sehen, wie stark ist das Papier strabaziert. Noch geht's. Bei Maria war es also quasi ein bisschen schlimmer.
Ja, Farbkombination funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Ich setze jetzt hier nochmal ein bisschen Blau drüber. Manchmal, wenn diese Straffen mir ein bisschen zu doll waren, kann ich die also jetzt hier auch nochmal versinken oder gewisse Partien noch etwas stärker in den Hintergrund stellen. Zähne zum Beispiel, die haben ja eigentlich diesen Lichtverlauf gebraucht. Ja, das tut denen gut. Also grundsätzlich stelle ich mir also quasi vor, dass das Motiv hier in einer blauen Kulisse ist, in der Nachtsituation eben. Deswegen ist es auch alles so monochrom erstmal in diesen verschiedenen Blautonen angelegt. Zack. Kann auch ein bisschen dunkler. Und das wird dann eben quasi kombiniert mit diesem Farbton von unten. Klassischer Kalt-Warm-Kontrast, wenn man so will. Ich sehe auch gerade was, was ich noch gar nicht so beachtet hatte. Das eine Auge ist also we wesentlich größer als das andere. Für die, die das Maria-Video nicht gesehen haben, habe ich hier noch eine ganz gute Spitzempfehlung. Es gibt hier diese Art von Spitzer, die eigentlich fürs technische Zeichen gedacht sind, aber mir jetzt hier gerade richtig viel bringen. Das ist einer der krassesten Spitzer, die ich kenne. Steht sogar Masterpiece drauf. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann hier. Genau. Der spitzt hier also quasi über zwei Phasen. Man sieht, man hat da quasi erstmal dieses Ergebnis hier. Nächste Phase macht die Sache dann noch spitzer. Ja, wenn man es nicht versaut, was ich gerade getan habe. Na gut. Will er jetzt nicht. Na gut. Augenverkleinerung. So, das Auge ist eine Rundheit, hier beschrieben wird. Oh ja, das haben wir auch schon noch mal ganz gut getan. So, und ich versuche jetzt nur so eine Andeutung von einem Auge zu machen. Genau. Sage ich jetzt mal, wenn das Licht von außen kommt, haben wir hier außen auch eine Reflexion. Also das heißt, hier wird es relativ hell. Mal sehen, wie hell ich das noch kriege mit dem Skalpell. Und dann fällt das Licht in die gegenüberliegende Seite. Quasi so. Ah, hier funktioniert es wesentlich besser als auf der linken Seite. Okay. Der nächste Schritt soll jetzt sein, dass ich diese Anmutung der Nacht und des Regens und dieses Licht, was eben hier von unten kommt, noch stärker herausarbeiten möchte. Und sowas und Informationen noch dazu geben möchte, wie die Dichte des Raums eben ist. Und dazu kommt sie ja. War jetzt quasi mal Trick 17. Wir kombinieren etwas, was man eigentlich gar nicht so gut kombinieren kann, nämlich Aquarell, also Ölpastell mit Aquarell.
also was bislang geschah, wir haben eine Farbstiftzeichnung angelegt, es wurde mit Ölpastell drüber gegangen und jetzt wollen wir es also quasi kombinieren mit Aquarell. Das wird sich erstmal abstoßen, das heißt, hier wird es auch auf jeden Fall eine kleine Pause geben, weil das Aquarell auch eine Wartezeit hat und eine Trocknungszeit eben hat. Kann man sehen, das hier nehmen wir nicht. Und es ist ziemlich schwierig, wenn die Farben im Farbkasten sind, man sieht es hier auch, wirklich herauszubekommen, um welche Farbe es sich handelt. Deswegen kann es sehr günstig sein, sich einfach, ich habe es hier mal quasi schon vorbereitet, sich vielleicht auf der Verpackung einfach auch nochmal drauf zu malen auf dem Papier. Ah, das ist die Farbe, die ich jetzt gerade ganz gern hätte. Ja, das sind die, genau, es ist von einem asiatischen Hersteller. Die haben also solche krassen Farbcodes drin. Und man sieht ja, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen hier quasi sind, wenn man dann sieht, ah, das ist die Farbe und das ist es. Also gerade bei den Blautönen, die kann man halt teilweise überhaupt nicht mehr identifizieren oder von Lilatönen differenzieren, wenn die eben im Kasten sind. Und deswegen ist es ganz cool, wenn man also einen kleinen Kasten hat und einfach sieht, was man hier macht. Ah, die Aquarellfarbe ist bei mir schon leider, hoppala, ein bisschen verstaubt. Eieiei. Ja, die war auch oft draußen, das macht nichts. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, Aquarell wird sich wahrscheinlich ja nicht mehr besonders gut durchsetzen können. Über dem Ölpastell, das stimmt auch. Erstmal, deswegen behelfe ich mich mit dieser Aquarellfarbe, das ist ein Jean Brilliant heißt sie. Und die ist ziemlich deckend. Und das ist kein rein Weiß, auf was ich jetzt hier verzichten möchte, sondern das ist tatsächlich so ein gebrochenes Weiß, eierschalenmäßig. Und das habe ich ja wesentlich lieber als jetzt so ein Reinweiß. Und das ist einfach eine super Farbe. Ich mische die mir jetzt hier zusammen und kriege hier quasi den Farbcode raus, den ich eigentlich auch am Anfang wollte und der ja schon quasi auch mit den Farbstiften angelegt gewesen ist. Hier gleich vielleicht ein Hinweis dafür, wer das mal ausprobieren möchte. Am besten nicht so. Das ist immer sehr risikoreich, weil wenn du jetzt sehr feucht gearbeitet hast und von oben hier quasi drauf spritzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein dicker Placken hier runterkommt, ziemlich groß. Das heißt, es ist grundsätzlich immer ganz gut, also eher halt, wenn es geht, vertikal die Sachen anzulegen. Damit es eben nicht auf die Zeichnung darauf tropft. Jetzt, ich versuche das also hier so vertikal, wie es jetzt gerade hier möglich ist und sage, jawohl, da kommt jetzt auch schon etwas mehr Licht nach unten. Das Methode, die sieht man übrigens auch ganz gern beim True Strusen, der eine große Inspirationsquelle ist. Und jetzt kriege ich es gerade hier unten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, jetzt mache ich es natürlich genauso, wie man es nicht machen soll, aber ich kriege es da unten jetzt gerade richtig ins Magenta oder ins Rosa halt reingehauen. Um jetzt zu beurteilen, ob das jetzt hier gelungen ist, muss man mal 10 Minuten warten. Es gibt hier also eine Trocknungszeit und eventuell werden die Geschichten hier also noch wesentlich heller, als wir es jetzt hier gerade sehen können. Das schwächt aber auch jetzt dieses ganze Schwarz auch wieder ein bisschen ab und vermengt sich jetzt hier also zu einem ganz interessanten Ton. Ja. Bam, und da unten donnert es richtig. Kriegen wir also auch so ein bisschen Nebel mit rein. Was ganz Schönes. Eine Möglichkeit, das zu machen. Genau. Ich werde jetzt versuchen, den Trocknungsprozess etwas zu beschleunigen. Einsatz des Föhns ist grundsätzlich auch nicht so empfehlenswert. Ich mache das jetzt hier wegen dem Stream. Warum ich ungern mit dem Föhn arbeite oder es versuche zu verzichten, wann immer es geht, hängt einfach auch damit zusammen, dass heiße Temperaturen Pigmente vernichten. Ja? Und ich bin immer ja darauf bedacht, möglichst lichtbeständige Pigmente zu haben. Pigmente, die auch ein bisschen halten eben, kurz gesagt. Ne? Und ich mache die halt mit sehr heißen Temperaturen auch schnell mal kaputt. Ja? Deswegen versuche ich es jetzt hier auch nicht zu übertreiben.
Okay, soweit ich jetzt sehen kann, scheint tatsächlich auch, weil ich sehr klamm gearbeitet habe, sogar Aquarell auch schon getrocknet zu sein. Und wir haben diese ganz schöne Struktur dadurch bekommen. Sieht auch ein bisschen detaillierter aus, als es eigentlich ist. Ich versuche gerade mal, mal sehen, geht da. Ich versuche gerade mal eine Detailansicht zeigen zu können. Ah ja, hier sieht man so ein bisschen. Genau. Kann ich die auch noch verrücken? Ja, wir haben jetzt hier leider einen Kasten drauf, aber es ist vielleicht auch mal ganz interessant, hier die Detailansichten des Bildes sehen zu können. Genau. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach unten. Kann ich es auch verschieben? Ja, geht sogar auch. Ja, dann sagen wir mal, für eine kleine Buntstiftzeichnung ist es also schon recht erstaunlich, was hier möglich gewesen ist. Genau. So, wir gehen nicht auf dem Servo, gehen mal hier wieder zurück. Kästchen ist weg. Weitere Geschichte. Und damit soll es dann auch erstmal mit dem Livestream soweit ganz gut sein. Also wir sehen hier auch nochmal, es ist halt ein bisschen detaillierter geworden. In der Referenz, die ich hier ausprobiert hatte, war das Ding eigentlich schon gar nicht so schlecht und auch eigentlich sogar dynamischer. Das ist wirklich auch der Vorteil, wenn man es auf 20 Minuten halt reduziert. Dafür haben wir halt hier ein etwas detaillierteres und noch ein bisschen plastischeres Motiv, ja. Also es ist schon fast eher eine Glaubensfrage jetzt, was man irgendwie besser findet. Ja. Etwas, was hier noch zum Einsatz gekommen ist, ich zeige es auch hier nochmal in der Vergrößerung. Zack, hier sieht man es, ist flüssige Ölpastellkreide. Das heißt, hier wurde bewusst mit der Temperatur gearbeitet. Also man sieht, den Effekt, den wir hier gerade haben, ist ja schon eher ein malerischer. Gehen wir hier nochmal zurück. Gesichtserkennung, genau, brauchen wir nicht. Raus damit, jawohl. Und das funktioniert eben über die Verflüssigung der Ölpastellkreide durch Temperatureinwirkungen. Wie zum Beispiel tatsächlich mit dem Föhn. Dazu gehe ich erstmal wieder auf meine Grundgeschichte zurück. Das heißt hier auf meine Grundölpastellkreide. Diese hier war es gewesen. Und wenn ich den Föhn jetzt auf höchste Temperatur stelle, dann kann ich hier nochmal vereinzelt Spitzlichter setzen. Vor allen Dingen im unteren Bereich. Es ist übrigens möglich, an dieser Stelle das Bild nochmal so richtig komplett zu versauen. Deswegen werde ich hier gucken, dass ich kleine Päuschen einbauen. Während des Föhns wird man wahrscheinlich meine Stimme dann nicht hören können. Deswegen verzichte ich hier auf die Kommentierung und hoffe, dass es per YouTube jetzt auch nicht allzu schlimm klingt. Thank you.
So, das eine oder andere Detail hat es mich gerade gekostet. Die werde ich jetzt noch mal leicht zurückbringen mit kleinen leichten Linien, vor allem im unteren Teil, damit es eben auch eine Zeichnung noch bleibt. Genau. Und hier noch die Struktur in der Lippe noch ein bisschen raus. Eventuell brauchst du hier auch noch mal, das werde ich gleich entscheiden, noch mal eine kleine Aquarelldusche. Blauer entfaltet aber auch hier unten noch mal eine gute Leuchtkraft. Ja, da ist er. Und auch hier versuche ich mal das Thema der Schraffuren aufzugreifen. Ah, muss gar nicht so viel sein. Jawohl, da haben wir ihn. Der Zahn kommt hier gut nach vorne. So, gerade diese kleinen Andeutungen sind eigentlich das, was die Zeichnung hier, finde ich auch, was deine Schönheit schenkt. Mir gefallen eigentlich auch diese groben Stellen hier jetzt, die durch die verflüssigte Ölkreide dazugekommen sind. Mir gefallen die eigentlich recht gut. Kann man hier so machen. Auch hier eher eine Glaubensfrage, ob es das nochmal gebraucht hätte, aber ich sag, die Grobheit des Motivs, die wird hier halt einfach auch nochmal ein Stück weit unterstützt. Naja, genau. Gucken wir uns die direkt auch nochmal in der Vergrößerung an. Und zwar diese Stelle. Diese Stelle? Na, mach's es. Kann man sehen. Ah ja, da hat er sie. Genau. Ja, also wenn man so nah ranzoomt, dann ist es ja quasi schon abstrakte Kunst. Über die Ausschnittsvergrößerung, der alte Trick. Genau. Sehen noch mal, ob wir ein bisschen weiter nach unten wandern können. Ja, Zahn. Und wie sich die Stelle hier unten nochmal auflöst. Da brauchst du vielleicht auch noch die ein oder anderen Details. Na, es tut mir auch ein bisschen leid, dass dieser Kasten hier jetzt immer im Weg ist, aber der ist halt jetzt einfach drauf. Genau, na, ist kameratechnisch bedingt. Und hier brauchst du übrigens auch noch eine Auflösung in dem Bereich. Um die Stelle muss ich mich noch ein bisschen kümmern, dass es sich hier verdichtet von den Linien her. Also im oberen Bereich, da wo eben weniger Licht hinfällt oder eben eine Rundung passieren kann. Hier, das machen wir relativ grob. Rampf. Holen den einen oder anderen Zahn noch raus. Hoppala. Gar nicht mehr im Bild. Und widmen wir uns nochmal im Detail vielleicht nochmal dieser Stelle hier. Genau. Zack. Da kannst du noch den einen oder anderen vertragen. Kommst du her. Bisschen mehr die Richtung noch rausholen. Die wichtigsten Winkel. Kleine Begegnung. Jawohl, da haben wir dich.
Oh, ich habe gerade gesehen, da wäre ein Kommentar gewesen. Sorry, habe ich gerade übersehen. Aber wurde auch schon wieder zurückgezogen. Wir werden also noch ein paar Details rausgeholt. Relativ frei, aber langsam kriegt es halt auch diese Dichte, von der ich mir erhofft habe, dass sie halt passieren wird. Genau. Und das ist bestimmt auch eine gute Stelle, um auch gleich mal ein bisschen innezuhalten und zu überlegen, wie viel oder wie wenig braucht das Motiv noch. Es ist schon zu Tode gezeichnet. So, wir gehen aus der starken Vergrößerung wieder raus. Sehen uns nochmal die ganze Bildstelle hier an. Das hier wäre sie gewesen. So. Zeit für ein kleines Päuschen. Brauchst hier vielleicht beim Auge noch ein bisschen kleine Details, wo es um die Kurve drumherum gehen darf. Natürlich wie immer mal den ganzen Schmodder abkehren. Genau. Mich dünkt, es könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr Licht in auf diese Seite hier reinfallen. So als würde sich also quasi das Motiv von einem dunklen Hintergrund in einen etwas helleren Vordergrund bewegen. Und auch hier decken wir das mal vorsichtshalber zu. Wie sieht es aus? Sieht gut aus. Und sagen, an der Stelle geben wir ihm noch etwas mehr Licht. Das sind nur ganz kleine Gesten, die jetzt hier passieren. So. Mal sehen, ob ich hier doch noch einen Glanzpunkt vielleicht, eine kleine Reflexion setzen kann. Kleine böse Tyrannosaurus-Augen. Ja, das tut ihm ganz gut hier. Das ist jetzt übrigens auch wirklich schon auf dem Papier. Das sollte ich vielleicht auch nochmal in der Vergrößerung zeigen, weil es auf YouTube wahrscheinlich sehr klein wird. Ja. Gibt wie immer kleine technische Schwierigkeiten. Da haben wir es doch. Genau. Also hier sieht man jetzt ganz gut, dass es wirklich schon auf dem Papier quasi ist. Ja. Kleine Gesten fürs Auge, wo das Licht wieder einfällt. Oh, jetzt habe ich es versaut. Kriege ich es wieder? Das ist schon ziemlich hart ins Papier reingekratzt. Auf einem 160 Gramm geht es. Aber diese eine prominente Stelle, die brauchen wir dann halt schon. Und eigentlich bräuchten wir die auch nochmal auf der anderen Seite. Nämlich hier. Und auch hier, wenn das das Auge ist hier quasi, Lichteinfall haben wir ja von hinten. Da brauchen wir vielleicht nochmal ein bisschen diesen Schlitz an der Stelle. Rops. Kleine Antriggerung, jawohl, das langt schon. Und dann hauen wir dem hier nochmal eine Reflexion eben rein. Und kratzen ins Papier. Hier gebe ich sogar noch eine kleine Reflexion mit dazu. Rom, damit das Auge also quasi angedeutet ist. Ohne überdefiniert zu sein.
um die Reflexion drumherum kann sich übrigens eine Dunkelheit bilden, das macht sie ganz gern. Und Lichteinfall ist dann immer in die gegenüberliegende Seite. So, und ich glaube, mehr Auge brauchst du an der Stelle gar nicht. Er soll also auch gar nicht so konkreten einen Blick haben. Genau, so. Gehen aus der starken Vergrößerung wieder raus. Da oben sind wir gewesen. Zack. Ja. Und der Moment der Wahrheit ist natürlich auch so ein bisschen, jetzt mal zu gucken, inwieweit dieses Bild sich in die bereits vorhandene Serie integriert. Also formal geht es schon. Hier sehen wir auch, dass also von der, da war die Zahnbürste ein bisschen stärker im Einsatz gewesen. Ja, geht sogar farblich ganz gut miteinander. Ja, wenn ich es jetzt mal so vergleiche hier quasi, die Schweinehälfte. Genau. Hier dieser Herr, ein etwas unbekannterer Protagonist. Die kennt man vielleicht wieder, die Tusken Raider aus Star Wars. 2-1-B. Ja, ja, geht schon zusammen. Ja, also die Idee ist eben auch, dass üblicherweise, das habe ich dann später entschieden, dass ich also wirklich auf die Kopfpartie reduziere und eigentlich die Schultern nicht mit dazu nehmen möchte. Das hier ist mit den Albrecht Dürer Stiften gezeichnet. Ah, der braucht eventuell auch nochmal eine. Na, Guido. Jawohl. Jo, geht zusammen. Es braucht vielleicht hier nochmal als letztes Finish tatsächlich auch nochmal eine Ebene mit der Zahnbürste. Dazu will ich eigentlich nur diesen Bereich hier haben. Es kann also wirklich auch ganz günstig sein, wenn man die Bereiche, die unangetastet bleiben sollen, wenn man die möglichst abdeckt. So. Haben wir noch ein Post-it? Das lege ich mal hier so flach drauf. Genau, da haben wir es. Gerade in diesem unteren Bereich soll es also ganz ins Magenta reingehen und dann boom, diesen Verlauf geben. Was vielleicht eine ganz interessante Geschichte wäre, aber sehr mit Vorsicht zu genießen wäre, ist, also grundsätzlich gehe ich jetzt natürlich hier mit dem Rosa, war ich jetzt hier gerade unterwegs. Und wenn ich die Leuchtkraft von diesem Rosa jetzt noch etwas steigern möchte, versuche ich jetzt also minimal mit einem Grün hier drüber zu gehen. Das hängt mit dem Komplementärkontrast zusammen. Also wenn ich das Rosa noch in seiner Leuchtkraft stärken möchte, dann kann es sinnvoll sein, hier das tatsächlich mit einem leichten Grün zu kombinieren. Das Grün ist auch hier übrigens schon ein bisschen angedacht gewesen, im Ölpastell. Und da gehen wir jetzt, gehe ich relativ weit weg und sage, weg. Das sind ganz wenige kleine Spritzerchen. Die das Schwarz von am Anfang auch nochmal abschwächen. Und hier unten in diesem Bereich also einen richtig guten Job machen. Ja. Das darf gar nicht zu viel sein. Bam! Aber dadurch werde ich einfach eine starke Leuchtkraft erreichen, die ich so, wenn die Farbe allein steht, gar nicht bekommen kann. Genau. Ältester Trick der Welt. Komplementärkontrast. Funktioniert zuverlässig seit mehreren Jahrhunderten. Auch hier muss ich jetzt wieder zum Föhn greifen, damit es von der Trocknungszeit nicht total außer Rand und Band gerät.
Okay. Ich hoffe, das klingt nicht zu furchtbar in YouTube, wenn ich jetzt hier den Föhn am Start habe, aber das lässt sich sonst hier nicht realisieren. So, wenn jetzt setze ich eigentlich schon zum Finish an. Jetzt kommen eigentlich nur noch die letzten Striche. Ja. Kleine Grobheiten, die wir hier mit anbringen. Stift weit nach hinten. Bisschen die Form zu betonen, die hier dabei ist. Genau. Wobei ich mir mit so grundsätzlich mit so Aussagen wie ich bin jetzt beim Finish etwas will ich eigentlich zurückhaltender sein, weil meistens ist es so, wenn ich beim Finish bin, dass mir danach dann noch was einfällt und noch was einfällt, was man vielleicht noch machen könnte. Das ist dann vielleicht etwas irritierend. Wer in der Gestaltung unterwegs ist, der kennt eventuell auch Dateien, die mit dem klangvollen Namen Finish benannt sind. Und dann gibt es eben Finish 1 und Finish 2 und Finish 3 und irgendwann bist du bei Finish 16. Genau, oder Final, besser gesagt, ja. Diese ganzen Final-Dateien. Genau, da jedet nach da, da jedet nach da. Da wollen den Blau noch ein bisschen aufgreifen. Ich überlege sogar, ob ich unten vielleicht noch ein bisschen was vom Rosa aufgreifen könnte. Genau, hingeworfene, rotzige Striche. Rams. Auch hier. Ah, brauchst du auch noch ein bisschen Dunkelheit und das ein oder andere Detail. So, da haben wir noch ein paar. Noch ein bisschen mehr Form und hier ruhig noch ein bisschen mehr Rotz mit reinbringen. Rams. Die Form, die ist zum Beispiel flöten gegangen, die holen wir jetzt nochmal stärker raus. Jawohl, da ist sie. Kleine Details, nur die Spitzen, quasi wie beim Friseur. Und das Ding hier, das darf auch nochmal ein bisschen stärker nach vorne. Ja, das ist jetzt ein Held geworden. Etwas von dieser Struktur des Aquarells nehme ich jetzt hier also auch wieder zurück, um das Maul an dieser Stelle also auch richtig tief zu machen, dass man wirklich das Gefühl hat, bam, als könnte man dahinter greifen. Genau, und wir sind jetzt beim Livestream 2,5 Stunden. Das hat jetzt also schon mal besser geklappt als der erste Livestream. Ich empfehle übrigens, wer dann wissen will, wie das Bild dann vielleicht nochmal aussieht, wenn es ein paar Tage gereift ist im Atelier, sich auf Gegenstrich.com umzusehen. www.gegenstrich.com. Da werden dann quasi die Bilder demnächst veröffentlicht in ihrer Final-Version. Weil manchmal brauchst du dann einfach noch ein bisschen Reifezeit oder man braucht einfach kurz gesagt, den Abstand zum Bild. Genau, hier können noch ein paar mutige Linien mit rein. Da stößt es oben an. Hier und da könnten auch noch ein paar formfolgende Striche mit dazukommen. So.
Ah, von mir aus hätte es sogar noch ein bisschen trashiger sein können, aber vom Prinzip her passt es hier eigentlich schon mal. Holen wir hier noch ein paar Räumlichkeiten raus. Das ist jetzt fast nur noch Detailarbeit. Auge macht wieder ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist unglaublich. So, mit dem Strich, ich glaube, das war's. Holen wir noch ein paar kleine Helligkeiten. Und ich glaube, da ist es jetzt auch langsam an der Zeit für eine Zwischenfixierung. Weil ich hier nach wie vor das Problem habe, hier drüber zu wischen. Genau. Ist quasi hier eine Fixativ. Hier so ein bisschen sehen kann. Pastellfixativ, beste Fixativ ever. Die Fixative wird mir gleich das Leben etwas leichter machen, wenn ich hier quasi nochmal in die ein oder anderen Helligkeiten zurückgehen möchte oder das ein oder andere Detail ausarbeiten will. Ist relativ schnell getrocknet, verstärkt mir auch nochmal hier die Kontraste. Gut, 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 gut. Läuft. So, mein Bild endet hier. Und hier. Genau. Geht tatsächlich ein bisschen leichter, ein bisschen flüssiger, wenn man hier eine Zwischenfixierung angebracht hat. Vor allen Dingen, wenn man schon mit Schraffuren arbeiten will. Zack, hier geht's nach da, da geht's nach da. Kommst du her? Ei, da wird es auch nochmal hell. Rapp. Genau. Der Grund, warum ich hier auch jetzt nochmal echt harte kleine Lichter ansetze, ist, weil hier im Mundbereich kann halt eine Feuchtigkeit passieren. Also da, der Mund ist ja so ein bisschen feuchter quasi. Und wenn Objekte nass sind, reflektieren die Licht eben ganz anders zurück, als wenn sie trocken sind. Deswegen braucht es hier, soll also die Anmutung von Feuchtigkeit hier geschaffen werden, durch diese starken kleinen Reflexionen, die ja überall passieren können. Genau, vielleicht sogar hier ein bisschen im Zahnfleisch. Bom, hier klebt was zwischen den Zähnen hier noch, wir wollen gar nicht wissen, was. Genau, auch hier. Rams. Und dadurch, dass wir also hier fast überall Striche haben und hier jetzt so eine Punktpartie aufbauen, setzen wir auch nochmal hier einen deutlicheren Bildeinstieg. So, wuff, weil hier einfach eine andere Geschichte passiert als im ganzen Rest des Bildes. Da will ich nochmal die Zähne, die hellen Zähne hier, dem Licht zugewandt, die wollen wir nochmal ein bisschen stärker rausholen. Die waren vorhin stärker da gewesen. Genau. Und der Bereich hier, der ist auch flöten gegangen. Den hätte ich aber ganz gern wieder. Wo das Licht hier eben von unten kommt und nochmal
diese Lichtsituation aufbaut, immer nur dem Licht zugewandt. Wumm! Jetzt kommen die nochmal deutlicher nach vorne. Vielleicht war es auch schon wieder zu viel. Also man sieht, das geht immer so ein bisschen hin und her. Zack, da gehe ich einfach nochmal drüber. Das war mir gerade etwas zu viel Kontrast. Und sagt, das Thema, was wir hier haben, das soll hier unten also auf jeden Fall nochmal aufgegriffen werden. Da gehe ich jetzt relativ stark mit dem Skalpell ins Papier rein und ziehe quasi nach oben. Damit man es besser sehen kann, versuche ich hier auch nochmal eine Vergrößerung zu zeigen von der Partie. Na, mach das. Komm sie her. Genau. Um die geht's. Also, jawohl, hier haben wir auch noch kleine Spitzlichter drin. Wird also das Skalpell angesetzt und so ganz leicht nach oben gezogen. Und das, was also quasi beim Oberkiefer aufgemacht wurde, wird dann wieder auf dem Unterkiefer wiederholt. Dadurch kriegen wir also quasi auch so einen Zusammenhang, Zusammenhalt im Bild rein. Genau, wenn sich hier visuelle Themen in veränderter Form wiederholen. Das ist das Grundprinzip auch der Komposition. Das kennt man übrigens auch von der Musik. Ein Thema wird aufgemacht, ein Thema wird variiert. In der Gestaltung von in der visuellen Gestaltung ist es eigentlich ganz ähnlich oder zumindest vergleichbar. Ja, geben wir hier noch einen kleinen visuellen Halt. Genau. Und weg damit. Ja, das gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Und wie angekündigt, bin ich jetzt quasi immer noch im Final. Genau, da ist er doch. Ich nehme nochmal die letzten, hoffentlich die letzten jedenfalls, ja, letzten kleinen Schraffuren. Das ist nämlich so, weil das Licht kommt ja von hinten und eigentlich müsste das auch auf diese Stelle hier treffen. Und die will ich jetzt also mit der spitzen Seite des Skalpells noch ein bisschen stärker rausfeiern. Hier kann auch was passieren. Hier vielleicht sogar auch. Da fällt noch ein bisschen Licht drauf und gibt sofort auf. Da sieht man nichts mehr davon. Und da haben wir eine Überschneidung, wo diese Dunkelheit auf diese Helligkeit trifft. Die muss man auch noch ein bisschen rausholen, damit die weiter nach vorne kommt. So, da haben wir den Herrn. 2 Stunden 40 hat es dann doch gedauert. Ja, aber das ist, wenn man es zeichnet, eventuell einfach nur eine gefühlte Viertelstunde. Ich habe es jetzt echt nicht gemerkt. Ging schnell rum, was immer ein gutes Zeichen ist.
So, jetzt lassen wir es aber gut sein, wenn der Reflex. Ja, dann. So. An dieser Stelle würde ich sogar den Livestream jetzt beenden wollen. Wer Lust hat auf mehr Livestreams, hinterlässt mir am besten einen Kommentar. Kann auch Wünsche äußern, was gezeichnet werden soll. Vielleicht sogar zu Methoden. Wünschen kann man es auf jeden Fall. Wenn ich darauf reagieren kann, werde ich das tun. Wer möchte, kann auch meine Website besuchen, www.gegenstrich.com. So heißt sie. Da sind dann, wie gesagt, die fertigen Bilder eben zu sehen unter dem Bereich Illustration. Und wenn du Lust hast, natürlich auf einen studienvorbereitenden Kurs in Richtung Kommunikationsdesign, visuelle Kommunikation oder sogar Illustration. Das Gegenstrich-Atelier sitzt hier also quasi in Mainz. Zweimal im Jahr werden Kurse angeboten. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören, wenn ich eine Nachricht von dir bekomme oder wenn du diesen Kanal abonnierst. Bis dann, alles Gute. Wünsche dir der Christian Weber aus dem Gegenstrich-Atelier in Mainz.